Ich habe mich da hingelegt und gepennt. Fertig ist das. Schon lustig. Ja, ich finde es krass, ehrlich gesagt. Ich habe da mal kurz reingeguckt, dass das bei dir auch so easy, also nicht an dem Abend, sondern im Nachhinein, heute Mittag, um genau zu sein, weil ich mir mal angucken wollte, wie du das umgesetzt hast, technisch. Und ich muss sagen, da war ganz schön viel Licht. Das hätte mich ganz schön fertig gemacht. Schläfst du häufiger mit Licht? Nee. Das war jetzt nur in dem Fall für speziell. Naja, aber bei Licht schlafen ist eigentlich kein Problem. Okay. Nein, ich mache das nicht Freitag nach Raining Man. Ich habe nicht vor, das zu tun tatsächlich, weil ich habe größere Probleme, ohne Licht zu schlafen. Aber wie gesagt hier, ne, Julius hat ja auch so eine Überwachungsnachtsichtkamera, also gar kein Thema. Peter hat es wenigstens mitbekommen, Bram nicht. Hat Bram das erst im Stream erfahren, dass Christian am Freitag einen Stream gemacht hat, wo er geschlafen hat? Das wäre ein bisschen witzig. Unmöglich ist das jetzt nicht. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich nicht mit Peter die Nachtschicht tausche. Dankeschön, JB1648. Oh geil, das wäre lustig. Alter, stimmt, ich habe das erste Mal die Nachtschicht. Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, wie ich das denn überleben soll, weil das ja so null meine Zeit ist. Einfach schlafen. Ja. Mega gut. Das Krasse ist, dass Marielle auch noch, die ist auch noch da, ja, hi. Marielle hat, ich glaube, 7 oder 9 Bewegungen von mir geklippt, wo ich mir auch dachte, krass. Marielle, was stimmt denn nicht mit dir? Sven hat uns gerade geradet. Hey Sven. Und Dankeschön, alle Sven. Zuschauerinnen und Zuschauer, die von Sven rüberkommen. Hallihallo. Pia und ich waren bis 6 Uhr da. Holy shit. Mädels, was ist los bei euch? Ich habe ja auch den Podcast laufen lassen, deswegen. Ach so. Gute Sache. Ja gut, aber also einfach durchlaufen lassen, dass immer die Folgen auch wechseln, oder was? Ich habe die Playlist von Spotify einfach laufen lassen und dann kam... Ja, random ging nicht, aber ich habe mit irgendwelchen alten Podcasts angefangen. Ich habe mich irgendwann gewundert, dass, wer da in dem Podcast drin war. Und es war dann Tenendo. Und ich dachte, kennst du stimmt, doch? Dankeschön, JBL. Mit dem gespielt haben. Gerade wird ganz viel Subs verschenkt und gesubbt und hier Trinkgeld dagelassen. Dankeschön, Dextermann. Ganz herzlichen Dank euch allen. Dankeschön, Toiletten am Ende des Ganges. Spawnt mal Minecraft und da klaffen direkt die alten Wunden wieder auf. Wieso? Nee, ist schon okay. New Life. Dankeschön, ein Vögelchen. Ach, die fucking Spitzhacke, ich erinnere mich wieder. Oh. Alter, die Christian einfach weggeworfen hat wie ein Stück Kräuterbutter. Ich hab sie scheinbar einfach weggeworfen. Und ich war nicht mal in der Nähe, um sie wieder aufzufangen, aber ich hab schon. Never, ich war ja über Meer. Ich wollte eigentlich Korallen holen, das hat sich aber auch verabschiedet. Ich stehe irgendwo im Sumpf und hab keine Raketen mehr. Warte, Captain Dreck hat heute Geburtstag. Captain Dreck, Happy Birthday! Alles Gute. Captain Dree CK, Glückwunsch. Wo bist denn du, Christian? Ich kann kommen und dich retten. Du brauchst nicht kommen, du brauchst mir nur sagen, wo du gerade bist. X und okay, das ist kein Problem. Das ist 127 ist X und 472 ist Z. Ja, guck mal, das ist ja gar nicht so übel. Ist nicht so übel? 124 und was? Ich habe dir im Chat geschrieben. 127 und 472. Dann mache ich mich. Oh Gott. Hani, ich hatte Hani noch nicht erzählt, dass ich die Nachtschicht habe. Hani, wir haben vor kurzem, quasi vor 5 Minuten, festgelegt, wer wann am 25-Stunden-Stream die Slots hat. Und mein Slot geht Peter von 3 Uhr. Unbedingt darum gerissen, um 3 Uhr dran zu sein. Ja, weil ich war noch nie. Und irgendwann ist mal so. Und von 3 Uhr bis 8 Uhr habe ich den Stream. Schatz. Aber wir können trotzdem zusammen frühstücken. Das ändert nichts. Ändert nichts. Danach gehe ich halt ins Bett. Ich wusste oder du nicht machst mal halt vom Stream. Durch. Ja, den Stream, der ist auch vergleichsweise spontan. Ja, und ich weiß noch nicht sogar, also wird kein Frühstücksstream am Samstag geben, Chat, ja, da werde ich, frühstücken werde ich danach. Von 3 bis 8 machen wir irgendwas anderes, aber ich weiß noch nicht was. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden von 8 bis, keine Ahnung, weiß ich nicht, wann ich fertig bin, Returnal spielen. Einfach so gut. Sucht ohne Ende.
Schweine drehen durch. Ich habe die ersten zwei Bosse übrigens gelegt. Das heißt, wir werden den dritten angehen und der ist einfach nur, keine Ahnung, ADHS. Wie viele Bosse gibt's denn? Weiß ich nicht. Ja. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt spoilern, weil wahrscheinlich würde es so viele Bosse wie Biome geben. Weißt du denn, wie viele Biome es gibt? Ja. Okay. Das schaut mich an. Gut. Holst du heute Eisbären? Nein. Mein Plan für heute ist, mit dem Tropenhaus anzufangen. Wir hatten uns letztes Stream ja drüber unterhalten, was mein nächstes Zoo-Projekt sein könnte, und Tropenhaus waren unsere Gedanken. Guck mal, wie sie da durch die Gegend schwimmen. Wo sind die anderen Schildkröten? Ah! Da ist noch einer. Die schlafen auf dem Rücken. Da sitzen alle, kommen sie alle angeschwommen, wenn ich hier ankomme. Schlaf doch einfach was früher gegen 11 und so und steh einfach um 3 auf, dann nimmt das den Rhythmus nicht so auseinander. Ganz ehrlich, das ist das, was ich versuchen werde, aber ich weiß nicht, ob ich dann um die Uhrzeit so gut einschlafen kann. Das ist so ein bisschen die Problematik. Aber wir gucken, ob wir das hinkriegen. Nein, ich hole keine Eisbären. Scheiß auf Eisbären. Eisbären kann ich auch nicht vernünftig holen. Das geht ja nicht mit einer Leine. Und die sind ja am Arsch der Welt. Panda draußen. Habt ihr denn ein leichtes Schlafproblem? Ein leichtes Schlafproblem? Also einen leichten Schlaf. So. Ich habe vergleichsweise, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich hab ganz gut. Okay. Ja, weil ja, das ist wirklich manchmal ein Panda draußen. Wenn du um 3 Uhr dann irgendwie am Reden bist und ein bisschen lauter bist, dann. Weil bei uns ist halt echt das absolute Gegenteil. Also ich kann halt schlafen wie ein Stein und meine Frau, die, also selbst mit Oropax, hört die, wenn der Hund anfängt zu wimmern. Das interessiert mich einfach. Ja gut, das kriege ich aber auch mehr mit. Also wenn Julius irgendwie nur den Nuckel verliert, dann bin ich schon wach. Aber. Ja, das höre ich gar nicht. Also wenn der Hund bellt, keine Ahnung, die steht bei uns im Raum und fängt an zu bellen. Jo, schön, ich schlafe. Okay, das ist nice. Das ist schon ein guter, tiefer Schlaf. Ich habe manchmal Angst, ob ich den Feuermelder hören würde. Das, okay, so tief schlafe ich nicht. Das ist schon krass. Ja, wir machen irgendwas Ruhiges, Chat, von 3 bis 8 Uhr. Ich kann ja hier nicht rumschreien. Why not? Spiel doch Mario Kart oder Mario Party. Boah, dieser Panda ist so langsam. Da ist tatsächlich einer ausgebrochen. Ich muss mal gleich checken, wie. Eisbären kann man nicht zähmen, aber mit einer Leine sollte es eigentlich gehen. Ja. Mit einer Leine. Also alle meinen, Peter, eine Leine solltest du nehmen. Ja, ja. Also, ja. Schon probieren. Du kannst die Dosen beschriften. Das ist ruhig, ja genau. Ey, oh Gott, meine Freundin hat jetzt Dosen bestellt, weil zugegebenermaßen ich mich über unser Organisationssystem in der Küche aufgeregt habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. So Schüttdosen. Ja, dankeschön, Crazy Nugget, dankeschön. Und jetzt hat sie so Dosen bestellt, um unser komplettes Organisationssystem in der Küche umzubestellen. Und ich glaube, das ist jetzt voll der Mega-Aufwand, die alle zu beschriften und einzusortieren. Kennst du nicht diese Label-Dinger, wo du direkt hier so einen Kleber drauf machst? Ja, so eine Etikettiermaschine. Ja, so eine Etikettiermaschine. Wir haben eine Etikettiermaschine. Ja, guck mal, Peter. Awesome. Das Erste, was sie damit gemacht hat, ist Penis rauszudrucken. Ja, okay, aber damit kannst du auch die Dosen easy beschriften. Ja, das stimmt schon, aber man muss sich ja erstmal eine Liste machen, was auf die Dosen drauf muss. Wow, das hat ja hier sehr gut funktioniert. Man muss sich erstmal so eine Übersicht schaffen. Alter, das ist der perfekte Stream-Chat. Ich baue eine Kamera in der Küche auf und wir organisieren unsere Küche. Um 3 Uhr morgens an einem Samstag. Jede zweite Dose muss so heißen, wie der Chat sie in der Abstimmung nennt. Oh nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, das ist Salz, aber eigentlich. Mach genau immer das Gegenteil von dem drauf, was drin ist. Ja, genau. Pfeffer. Okay, heute bei Pizza mit Kocht haben wir ganz viel Salz. Ah, nee, doch nicht. Mega gut. Ich würde mir das legit angucken. Ja, das glaube ich. Manche von euch haben auch Christian beim Schlafen angeguckt. 1200 Leute haben dabei zugeguckt. Oh Gott, sagen. Schon also manche. Weird. Schon viele. Okay, wie ist dieser Panda-Bär ausgebrochen? Die klettern doch jedes Mal da völlig krass durch die Gegend. Ja, aber Panda-Bären können, also das, die können auch klettern. Ja, aber eigentlich nicht hier rüber. Alter Golem, ey, du
stehst mir im Weg. Dankeschön, Yellow Snowball, für die 10 Euro. Schreibt, Hanni trinkt dann zum Frühstück ihren Kaffee und Peter seinen Feierabend, Oettinger. Ja, am Samstagabend habe ich wieder Pokerrunde. Mit ein paar Freunden Pokern spielen und Bier trinken. Das ist letztes Mal sehr eskaliert. Diesmal werde ich auf Schnaps verzichten, das weiß ich jetzt schon. Wieso trinkst du denn alleine Schnaps? Ist ja nicht alleine. Ja, das ist total clever. Das ist das Cleverste, was ich je gehört habe. Ja, Peter Alkohol anbieten und den dann sein Geld aus der Tasche. Aber das war nicht alleine. Wir haben auch Schnaps-Tasting gemacht. Jeder hatte was. Jeder hat auch Schnaps getrunken. Ja. Okay, dann ist das was anderes. Ja, ja. Ich hab das auch mal gemacht. Da habe ich mich vor den Spiegel gesetzt, habe aber irgendwie nie gewonnen. So. Was hättet ihr darüber gesprochen? Ach ja, Level wollte ich ja machen. Den Sprung kannst du doch nicht geschafft haben. Das ist doch unmöglich. Okay, ich bin mir ist die Schwachstelle noch nicht 100%ig klar. Hast du schon so ein System, also so ein, bist schon so ein guter Spieler, Peter, so 6 Tische gleichzeitig online? Nee, ja. wir sind. Es gibt dafür tatsächlich eine ganz coole Plattform, wo du ohne Account-Anmeldung oder so einfach halt. Also da geht es dann halt auch nicht um Echtgeld in dem Fall, sondern du kannst dann halt einfach, okay, hier ist der Link für den Raum, kommt alle rein, ist dann sogar mit Voice- und Video-Unterstützung und hier, jeder kriegt jetzt 25.000, keine Ahnung was, Coins. Sottis, ja. Ja, und wer am Ende noch lebt, der gewinnt. Cool. Hab nur gerade den Namen der Seite vergessen. Pokerstars.eu. Nee, für Pokerstars ging nicht. Von dort auf den Baum vielleicht? Als ob, ey, als ob hier über den Baum abgehauen wurde. Viechern. Was ist Endviecher? Du hast Besuch bei den Rindviechern. Da sind 2 Endermen drin. Ach. Ich hol die mal da raus. Jungs, ja, kommt mal her. Einfach tot. Ja, wer am Ende noch Coins hat. Nicht wirklich, wer am Ende noch lebt. Chat. Kommen Sie bei. Was stimmt? Die kommen aus dem Gehege nicht raus. Hey, die muss er hauen und dann teleportieren sie sich wild durch die Gegend und sind weg. Ja, aber die teleportieren sich nicht, die zuggeln da nur durch die Gegend, weil ich glaube, da sind ganz viel Kühe drin. Natürlicher Kuhschild. Wurde gerade gefragt, welches Otto Lengi Buch ich besitze. Das Buch heißt Simple. Hat Otto Lengi? Wer ist das denn? Otto Lengi? Otto Lengi ist ein Koch. Das stimmt, von dem hast du schon mal erzählt. Jetzt hat er sich irgendwohin teleportiert, wo dem nicht so schnell schmeckt. Otto Lengi. Nein, ist nicht der Bruder von Zack Pepeng. Zack Pepeng. Okay. Der Plan für das Tropenhaus ist, wir machen hier einen Unterwasserübergang. Bis hier. Und dann geht's hier hoch. Ach komm, fick dich und deine Mutter. So, und dann machen wir hier das Tropenhaus hin. Auf der anderen Seite des Flusses. Aber dafür muss ich wahrscheinlich ebnen. Zumindest für den Anfang. Kein Tintenfischteich. Ein Unterwasserübergang. Ja, man könnte es auch Unterführung nennen. Oder wie auch immer. Hast du die Englische oder die Deutsche? Oh mein Gott! Kannst du nicht so schreien? Was ist denn hier los überhaupt? Ich muss hier mal ein bisschen ausleuchten, glaube ich. Ja, ein Tunnel könnte man das auch nennen. Das wäre jetzt aber total crazy, wenn man das machen würde. Ich habe die deutsche Variante von Simple. Aber das heißt trotzdem Simple und nicht einfach. Okay, ich glaube, die Viecher spawnen halt alle hier, weil sie bei uns nicht spawnen können. Das ist ja hier absolut overfucking crazy. In your face, my friend. Aber wir müssen hier mal ein bisschen ausleuchten. Hä? Ach komm. Was habt ihr so für einen Plan, Sepp und Chris, heute? Ich bin gerade meine Villa ein bisschen von innen am Auskleiden. Ich mache mir gerade so ein Schlafzimmer. Ja. Gucken, ob das cool wird. Ey!
Das ist halt scheiße, das ist so ein geiles Haus, ne? Und dann ist es komplett leer. Das ist halt auch scheiße. Ja, habe ich mich bei mir immer noch nicht drum gekümmert. Tatsächlich. Stattdessen baue ich irgendwelche Tiersachen. Lee from Germany hat gerade 55 Euro Trinkgeld dagelassen. Lee from Germany, ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Peter von Germany. Und Grüße nach Germany. Ein neuer Sith-Stream ist aktuell im Plan. Alter, habt ihr die Bots überarbeitet, Mods? Marielle? Interfare? Pia? Habt ihr den Bot überarbeitet, seitdem ich das letzte Mal gestreamt habe? Warum? Ja, okay. War Bram? Ja, Bram hat gestern ziemlich viel geleakt. Ach so. Er hält sich auch nie an irgendwelche Kommunikationsvorgaben. Nee. Bram leaks. Ramen leaks. Aber danke für die, fürs Überarbeiten der Bots. Da habt ihr jetzt schon einige neue relevante Nachrichten gesehen, so wie Sub-Erklärung. Ja, Bram hat nur schon mal den Sith-Stream angekündigt. Alter, was ist denn hier los? So. Hier ist ja absolute. Wobei, die Creeper können mir dabei helfen, das ein bisschen zu ebnen. Oh, hier ist ein Illager. Okay, Chad, lass mal ganz kurz überlegen, bevor ich hier weiter töte, auf welche Höhe ich quasi das Fundament des Tropenhauses ansetzen möchte. Ich würde behaupten, diese Höhe. 74. Nee, noch einen tiefer, glaube ich. Diese Höhe. Diese Höhe wäre das Fundament, würde ich sagen. Ja, dann kannst du ja noch mal ein bisschen hier. War das gerade viel? Nee, Fundament nicht unter Meeresspiegel. Das finde ich keine gute Idee. Da ist er ja. Ich will halt nicht alles planieren, Chat. Wisst ihr? Das ist dann mir ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Irgendwo dann könnte man dann stattdessen. Ja, hier die ganze Zeit. Ein Blitz schlägt doch hier die ganze Zeit irgendwo ein, oder? Ja. Aber deswegen geht der Enderman auch so ab. Kann sein, das regnet. Der hat sich da draußen teleportiert. Deswegen gefällt ihm das nicht. Ich glaube, bei euch regnet, bei mir redet nicht. Ist ja irre. Ist ja irre. Gewitter, ja. Gewitter. Also. Was habe ich jetzt gesagt? Das hier ist die Fundamenthöhe. Okay, Chat, ne? Wir quatschen heute ein bisschen miteinander, denn ich werde erstmal den Anfang ein bisschen damit verbringen, hier zu planieren. Kann ich euch jetzt schon sagen. Planieren! Zeig nochmal bitte die Füchse. Ja, das machen wir jetzt, stimmt. Habe ich ja ganz vergessen. Alter, wie viele Fische sind denn hier? Christian, wie baut man denn so ein Bild? Painting. Ah, dankeschön. Sticks und Wolle. Ja, genau, das ist recht easy. Kein Tintenfischteich. Fisch. Krake. Krake. Da. Oh, hallo. Was ist denn hier los? Hier ist ja. Hä? Irgendwie wirken die Füchse ein bisschen deprimiert. Wieso seid ihr traurig? Ist das egal, was für eine Farbe ich nehme? Oder ist die Pen nach Farbe dann auch ein anderes? Ja, hier Bild. Gewittert ist voll krass. Aber das weiß ich nicht. Ich habe immer weiß genommen. Ah. Kann sein, dass sie es mittlerweile mal geändert haben. Früher hast du einfach das Bild quasi, die Größe wurde bestimmt, je nachdem, wie viel Platz da war. Ah, okay. Und dann kannst du die mehrfach neu platzieren, dann hast du ein anderes. Ja, eigentlich. Stimmt, dann macht er das andere, ne? Oh ja, sehr schön. Was ist mit diesen Füchsen los? Die sind ja voll hier. Die gucken. Alle Füchse Nein, gucken einfach und bewegen sich 0 Millimeter. Ja, Peter, die haben gerochen, dass der Feind da ist. Du hast die enslaved. Ja, ohne Witz. Also, das ist ja traurig, was hier passiert. Okay, ich hole mir tatsächlich jetzt mal ein paar Eier von Sepp. Wir brauchen Eier. Dankeschön, Herr Kindskopf. Und alle, die übrigens gerade hardcore reinsubben oder verlängern oder das neueste Mal dabei sind, so wie Dr. Stüssi. Das erste Mal Sub, hallo und herzlich willkommen. Herr Kindskopf hat gerade 10 Euro Trinkgeld dagelassen. Dankeschön. Morgen vorletzte Klausur im Studium. Heute nochmal mit euch entspannen und ablenken lassen. Danke. Gern geschehen. Ich hoffe, du fühlst dich gut vorbereitet. Und selbst wenn nicht, wir sind für dich da. Aber nicht, indem wir dir Was passiert denn hier gerade? Oh, ja, kannst du haben. Habt ihr das mitbekommen mit den Abiturklausuren? Kommt drauf an, was. Letztes Jahr haben sich. Wobei ist egal, was, weil ich habe nichts mitbekommen. Ich habe das nicht mitbekommen. Letztes Jahr haben sich so ein paar Leute gedacht: Mensch,
Ne? Abi steht ja bald an, so wie er jetzt halt seine Studiumssachen machen muss. Und so nach dem Prinzip, ach ja, wir haben vergessen zu lernen, was machen wir denn jetzt? Wir wollen ja trotzdem bestehen. Und haben sich dann gedacht, okay, gibt zwei Möglichkeiten, noch irgendwie zu versuchen zu lernen, was realistisch gesehen nicht geht. Oder aber, wir gehen einfach mal in die Schule und klauen uns dort die Abi-Prüfung. Also die Zentral-Abi-Prüfung. Das scheint ja gut funktioniert zu haben, wenn er in der Zeitung stand. Dann haben die, sind die eingebrochen, haben die nicht gefunden. Dann haben wir wieder eingebrochen, haben die immer noch nicht gefunden. Sind dann durch die halbe Schule sich durchgebrochen, bis sie dann irgendwann einen Safe gefunden haben. Und haben dann diesen Safe, naja, nicht aufgekriegt, haben den dann aufgesägt und haben dann die Abi-Prüfung da raus entwendet. Und, also ja, die waren auch in dem Safe drin. Aber das drin ist doch mega smart. Also ich meine, das ist kein Safe, wo du reingehst, Peter. Ja, nee, das habe ich mir schon gedacht. Nein, habe ich auch nicht gedacht. Also unsere waren ja, weil du meintest, safe, sind die in den Safe reingegangen. Ich verstehe. Nein, also die waren dann in dem Safe drin und damit meinte ich die Abi-Prüfung, nicht die Diebe. Ach so. Genau. Aber ich verstehe die Denke bei sowas nicht. Ich meine, du sägst das Ding auf, dann ist ja klar, dass die weg sind und neu gemacht werden müssen, oder? Also mit welchem Ergebnis rechnet man denn da? Das hat keiner mitbekommt. Ich weiß ja, genau, es auch nicht. Das danach legst du die dann wieder dahin und klebst mit Kleber den Safe zu, oder? Also, was? Vielleicht, dass ich hab's selbst gerade lauter gemacht. Wer es war, so, also, dass du denkst, Mensch, da sind zwar welche eingebrochen, aber keine Ahnung, wer das war. Naja, wird schon kein Schüler gewesen sein, der jetzt hier die Klausur schreibt. Also können wir ruhig machen. So. Ja, das klingt jetzt irgendwie nicht so smart. Ja, also ich weiß es auch nicht. Dann daraufhin mussten natürlich alle Klausuren halt, weil es Zentralabi war, mussten halt neu gemacht werden. Und alle mussten dann halt Ersatzklausuren bekommen. Ja. Und jetzt, da kam leider das andere Thema dran in der ersten Abi-Klausur, wärst du natürlich vorbereitet gewesen. Schade, schade. Ja, und jetzt mussten sie, waren sie jetzt vor Gericht, deshalb kam das nochmal hoch in den Medien. Wer war vor Gericht? Ja. Ja. Ein Wer? Ach, wer vor Gericht? Ja, die Typen ja vor Gericht. Ach so, also doch, also haben sie doch rausgefunden, wer das war. Ja, ja, natürlich haben die rausgefunden, die sind ja nicht doof. Also wer in die Schule hey einbricht und ja. Irgendwas stimmt mit den Füchsen nicht, die wirken unglücklich. Der da hinten geht dann auch immer wieder zurück an seine Position. Oh. Guck, wie er direkt wieder dahin geht, als wenn da irgendwas wäre. Ich glaube, der hat keinen Bock auf Regen und noch nicht gecheckt, dass ich den einen Fuchsbau gebaut habe. Hier ist ein Fuchsbau. Ihr dummen Füchse. Hast du irgendwelche Tiere, die sich jetzt nicht irgendwie anstellen? Peter regt sich auch über alle Tiere auf, irgendwie gerade, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht mag der ja Regen und will extra. Ich war 4 Jahre weg, was ist passiert? Was? Was bleibt im Fuchsbau? In den letzten 4 Jahren ist eine Menge passiert, kann ich sagen. Aber kann ich jetzt schlecht zusammenfassen. Ist Hardy dann noch da gewesen? Nee, ne? Nein. Okay. Immerhin hat er das mitbekommen. Was mach ich denn hier? Du bleibst jetzt in diesem Fuchsbau, mein Freund. Also du wirst doch nicht nass. Bleib doch da drin. Sei doch happy. Don't happy, be worry. Dankeschön, Dima rief da. Dankeschön, Sören, für 5 Euro Trinkgeld. Dankeschön für die Subs, so wie Nilius und Freiwild. 98 Lisa und YouTube der John. Jetzt bleibt da drin! So. Ich habe jetzt hier ganz klar gesagt, was Sache ist. Hast du da jetzt eigentlich noch so eine Special Schaufel, Sebastian, die man sich gönnen kann? Oder ist die weg? Was müssten die können, wenn die Special ist? Ja, deine hatte irgendwie Effektivität oder so krass. Ja, die hat alles krass. Kann ich mir die auch mal leihen? Ja, wenn die alles krass hat, dann ist doch egal, was die können muss, weil dann kann die ja alles. Ja, aber ich wollte einfach mal ein bisschen mit dir reden, Peter, weil ich mag deine Stimme. Okay, ja gut. Kann ich mir die ausleihen? Ja, auf jeden Fall. Hä, du hast doch schon mit der gearbeitet. Deshalb ja, kann ich mir die nochmal ausleihen? Ja, natürlich. Ja, okay. Ich kann das ja nicht einfach hier von ausgehen, dass ich mir das ausleihen kann.
Das ist richtig. Aber wenn ich die Schüppel wäre. Ja, musst aber eben erst reparieren, ne? Also sonst hast du nicht so viel Spaß. Danke, danke schön. Oh, danke. Nee, der geht's nicht mehr so gut, hä? Ah, das ist ein bisschen bumsi-bumsi und dann... Ja, passt schon. Funktioniert der Promocode PietSmiet bei Kreuzers noch? Hashtag Werbung ja. Damit bekommt man Hashtag immer Werbung noch ein Prime-Abonnement, was normalerweise Geld kostet. Ich glaube, ich habe Partikelfehler. Umsonst. Ja, bei ja, Kreuzers, ne? nicht bei Amazon. Ja, ja, genau, bei Kreuzers, nicht bei Amazon. Das stimmt allerdings. Wie kommt ihr denn jetzt auf Amazon? Er hat Bram eigentlich auch mit Prime geleakt. Ja, hat er auch. Ach komm, Alter. Ja, ja. Ich habe mir auch gedacht, komm, Bram, jetzt sagt er einfach alles. Also hat er auch. What the fuck, ey. So eine Klatschtante, der Junge. Wieso habe ich die ganze... Ah, ich muss den Shader vielleicht mal an- und aus. Aber es wird cool. Chat, das wird cool. Das wird richtig nice. Was ist mit Prime, was? Ha! Doch nicht alle. Ja gut, ja, du musst halt schon im Stream überlegen. Dabei gewesen sein, sonst hast du noch nicht mitbekommen. Das müssen wir uns ja auch noch final überlegen. Und ja, genau. Hatten wir dafür hatten wir noch keinen Termin, ne? Doch. Echt? Ja. 2 Wochen oder so. Ach so, ja wow. Deshalb war das schon recht fix. Ja. Alter, da habe ich echt Bock drauf. Da hol ich mir was zum rein essen und reinschütten. Ja, ich auch. Und ich hoffe, dass meine Eltern nichts mitbekommen, weil dann habe ich ja final mal. Ja, weil ich durfte ja die Flo das nicht sehen. Ich finde das auch nice, ja, weißt gut. du? Kriegen die safe mit, Peter. Mana. Sag dir, bei dir zu Hause geht dann direkt so eine rote Laterne an. Er guckt die Flodders! Nein! Das kann nicht sein! Der Junge verdirbt! Weißt du, was da passiert? Implosion und so. Also, Chat, ne? Wir wollten die Flodders gucken über Amazon Watch Together als quasi Live-Rack. Wir wollten quasi mal Prime ausprobieren, wie man zusammen Sachen guckt. Da haben wir uns gedacht, suchen wir uns da einen richtig schönen Assi-Film auf. Nee, eigentlich haben wir uns das überhaupt nicht so gedacht, sondern. Also, wollten wir mit Peter das endlich mal nachholen. Ja, gesagt hat, er durfte ja. gucken. Und jetzt, wo er groß ist und wir seine schlechten Einflussfreunde sind, ja. dachten uns, das wäre doch nice für Peter. Wie ist das denn mit Copyright? Ganz easy. Also Amazon, Twitch bietet das selber an. Und da kannst du alles, was im Endeffekt du mit dem Amazon Prime umsonst gucken kannst, kannst du halt zusammen gucken. Der Nachteil ist nur so ein bisschen, du kannst halt nicht pausieren. Ja, im Endeffekt also, ist das, glaube ich, dann halt so, dass jeder mit einem Prime-Abo ja. das quasi gerade gestreamt bekommt zu sich am Rechner und unsere Facecam gleichzeitig. Nur haben wir keinen Einfluss auf den Filmstream, sage ich jetzt mal. Wir können nicht pausieren zum Beispiel, wie Christian schon sagt. Das ist ein bisschen blöd, aber das ist besser als gar nicht, weil sonst könnten wir solche Sachen natürlich gar nicht machen. Das würde aber auch heißen, Peter, theoretisch kann man die nächsten Grand Tour-Sachen dann auch gucken, ja, ne? Absolut. Auch die alten die Specials habe ich leider auch noch nicht gesehen. What? Specials? Oh, welches? Gott. Du hast Seaman war eines der. Also Seaman war ein brillantes Special, fand ich. Unter anderem. Aber so viele Specials hatten die jetzt nicht. Ich meine, zwei oder? Hatten die. Ich meine, letztens. Ja, Seaman und dann noch eins. Ja, das kann gut sein. Die hatte ich leider noch nicht gesehen. Oh, das ist ein bisschen tief. Nicht ja, so egal, das ist ja ein Zwergenhaus hier. Nicht so tief. Ja, Kronleuchtergebäude ist vielleicht so auf Bauchnabel. Ey. Alter, der 17-Bot hat so viele krasse Informationen, einfach nur die jetzt hier im Chat durchballern. Ist ja krass. Es ist schon wieder dunkel. Ich fand das mega uninteressant. Was? Natürlich ist das geskriptet, als wenn die da jedes Mal auf die geilen Jokes kommen, aber das ist mir völlig egal. Ja, ich fand, also klar hat das nicht mehr die Qualität von den besten Top Gear Tagen, aber das kannst du halt, das ist halt schwierig, aber ich fand das immer noch sehr unterhaltsam. Das hat nicht oder schon seit ernsthaft, Jahren dass die nicht mehr so, also ach, das war, das war schon immer gestellt. Das sind ja schon immer, ne, alleine schon als wir in Stuttgart waren, Peter, wie oft die da, ne, dreimal hintereinander ja. und ja, jetzt muss ich nochmal den Joke erzählen, aber dann haben die auch selber
gesagt, ja, Leute, richt euch nicht auf, ihr hört jetzt zum dritten Mal gleich den Joke. Und am meisten verkackt hat immer James May und ich glaube, der war stoned. Ja. Was? Gerade der? Aber trotzdem, also du kannst ja quasi so ein paar Sachen vordefinieren und scripten, aber es gibt halt trotzdem dann zusätzlich immer noch Sachen, die mit Sicherheit nicht gescriptet sind, die aber trotzdem lustig sind. Ja, klar. Und da waren die halt immer sehr, sehr gut drin, meiner Meinung nach. Auch in das ist ein bisschen weniger geworden. Also glaubt ja niemand, weißt du, wenn die da die Brücke in Afrika bauen müssen aus Holz, weil die da selber hacken, also machen die ja nicht. Also machen die sicher nicht. Aber wenn die halt in so einem scheiß Zelt übernachten müssen, in irgendeinem Special, gerade in den Anfangs-Specials, kann ich mir halt gut vorstellen, dass die tatsächlich in so einem scheiß Zelt gepennt haben und den ganzen Tag in diesen dreckigen Scheißklamotten durch die Gegend gefahren sind. Und das ist natürlich schon ein bisschen witzig. Peter, und ich glaube, das ist halt später ist das dann nicht mehr so gewesen, glaube ich. Ey, was hier alles spawnt, ist ja absolut unnormal. Geil ist, ich setze jetzt hier überall diese Laternen hin, nicht Laternen, die Licht halt, mein Gott, Fackeln. Das und gleich muss ich die dann wieder abbauen. Warum das denn? Sag mal, hat von euch noch jemand per Zufall Bücher, die ihr verzaubert haben möchte? Ja, aber ich glaube, ich habe noch ein paar Bücher einfach, die ich mal gemacht hatte in meiner Bücherkiste, ehrlich. Also kannst du dich gerne bedienen, weil fändest du... Ich würde die einfach verzaubern und dann quasi wieder in die Truhe legen. Ja. Ist doch okay. Denn ich suche ja... Habe ich vergessen. Aber wenn ich sehe, weiß ich es wieder. Machte man denn nochmal blaue Lampen? Ich mache das hier als Fundament höher, Chat. Das hier mache ich als höher. Okay, unser Tropenhaus, nur damit ihr jetzt mal ins Boot geholt werdet. Was ich hier vorhabe, auf die andere Seite des Flusses. Ah. Ja, verzaubern und entzaubern. Das Entzaubern gibt aber, also das ist so wenig, was man da zurückbekommt. Das ist einfach lächerlich eigentlich. Ja, ich finde das Entzaubern auch ziemlich übel. Also es wird ein relativ großes Haus, wahrscheinlich mit einer großen Glaskuppel, nehme ich jetzt mal stark an, weil so funktionieren ja diese Tropenhäuser aus den Zoos auch. Und ich wollte mich da ein bisschen inspirieren lassen von einem Tropenhaus, das mir sehr gut gefallen hat in Leipzig. Das heißt, ich baue hier quasi einen Dschungel hin, also einen kleineren, aber jetzt nicht winzigen Dschungel mit so einem kleinen, mit so einem Weg, der da durchgeht, der dann auch sich abspaltet und ein bisschen durch die Bäume geht, also von Baum zu Baum Hängebrücken. So dass man einmal quasi so einen Rundgang hat und wenn man will halt auch über die Bäume. Und dass du so einen kleinen Fluss dadurch hast, wo du mit einem Boot als Besucher durchfahren kannst. Und dann auch durch so einen kleinen Tunnel. Oh shit. Und von da aus dann halt auch Tiere und sowas sehen kannst. Und da drin sind dann Ozelots und Papageien. Und vielleicht noch der ein oder andere Panda. So, das ist so ein bisschen die Idee für das Tropenhaus. Also es wird schon ein bisschen größer auf jeden Fall. Aber dauert jetzt. Also das wird dauert. Bau doch zuerst den Dschungel und dann das Gebäude. Genauso werde ich das auch machen. Nur wir müssen ja erstmal mit dem Dschungel anfangen halt, ne? Also, und dafür würde ich gerne, glaube ich, auf einer planen Ebene anfangen, damit ich mir das besser vorstellen kann. Und das dann nachher uneben machen, kann man dann ja wieder. Aber ich baue lieber erstmal mit einer planen Fläche. Silk Touch, genau, das suche ich. Behutsamkeit. Ja, er hat ja da so eine gewisse Silk-Touch-Sache weggeworfen. Aber du weißt, dass ich mir schon ein neues Buch meinst, ne? Du? Ja, ja. Und ich habe auch noch ein Silk-Touch-Buch, meine ich. Habe ich dir auch gesagt, glaube ich. Peter immer alles sagt. Töten die Ozelots die Papageien? Ich hoffe nicht. Schade, dass es die falsche Grasphase hat. Es wird trotzdem gut aussehen und außerdem wird relativ viel überwuchert. Also ich glaube, das geht schon hier in dem Biom. Das passt schon. Ich werde hier nur die ganze Zeit genervt von fucking Mobs. Kommt auch noch ein Sumpfgehege mit Hexen und Schleim. Ist gar keine schlechte Idee vielleicht, ja? Aber ich glaube, wir sind jetzt erstmal mit diesem Großprojekt beschäftigt und dafür wird heute der Grundstein gelegt. Und da das gerade am Anfang jetzt ein bisschen doofen Arbeit ist, quatschen wir halt einfach entweder untereinander oder mit dem Chat. Hast du den Chat gerade doof genannt? What? Nee. Alle Pflanzen haben in der Savanne die Farbe vom Gras, sagte Don Life. Was ist denn, wenn ich hier einen Tropenbaum pflanze? Der wird doch nicht die Farbe der Savanne haben, oder? Aqua Affinity. Das ist cool.
Das ist für den Unterwassertempel gut. Das richtig habe. Da, Silk Touch! Okay, jetzt brauche ich nur noch ein paar Level. Okay, Chat, wie ist denn das, wenn ich jetzt theoretisch mir den Gras aus dem Dschungel hole? Das macht keinen Unterschied, oder? Das Gras wird dann hier trotzdem so etwas. Ja, so etwas gelber. Das ist egal, ja, okay. Ne, Moment, ich will das einmal. Ich glaube euch, Chat. Aber ich möchte das einmal testen. Ich müsste noch Tropensetzlinge haben. Kriegt man denn diesen komischen Soul Sand her? Musste man dafür eine Burg oder gab es dafür ein Biom? Soul Sand gibt es sogar häufiger im Nether. Das ist einfach dieser Sand, der dich langsamer macht. Ja, aber also ich finde ihn irgendwie null. Hallo. Hallo. Okay, was wollte ich genau? Tropenbäume. Obwohl das auch so, okay. Oh, Gold. Sattel. Haben wir noch einen Sattel? Sattel können wir immer gebrauchen, davon haben wir nicht so viele, meine ich. Scheiße. Bodyarm. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Setzlinge. Ein Platz. Schwarzeichensetzling ist auch was anderes. Hat jemand von euch Tropenbaumsetzlinge? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber Jules, ja gut, die können wir uns so ja schnell holen. Nee, der holen wir uns schnell. Alles easy peasy. Wie ist das eigentlich, wenn man hier im in der Burg im Nether Gold aus einer Truhe klaut? Sind die Dudes dann auch noch mad auf dich? Ja, aber nur wenn sie es mitbekommen halt. Wenn sie es sehen, dann mögen die dich nicht. Okay. Ja, aber wenn sie nicht sehen. Oh Gott, hier sind Lohnen. Ah, Lohnen können nichts, oder? Quatsch. Als wir damals das erste Mal Lohnstäbe geholt haben, da konnten die noch was. Hat nicht mal Schaden gemacht. Was sollen die denn jetzt können? Noch nicht. Weil ich bin noch nicht im Dschungel hier. Hast du noch nicht Bum-Bum? Was ist denn das für eine Riesenfestung hier? Mit den Elytras durch die Gegend fliegen, ist halt auch schon mega nice. Ja, meine Locke hat heute Urlaub. Oh shit, ich hab Wither angegriffen. Ein Wither-Skelett meinst du? Ja, meine ja. Großer Unterschied. Ja, ja. Die waren stark. Ja, halt's Maul. Wither-Skelette, nö. Das Problem ist, wenn die dich einmal treffen, bist du halt in so einem gewitherten Zustand und dann verlierst du relativ viel Leben. Bei dem Wither halt. Lava gekickt worden. Ja, aber das ist ja Netherite-Rüstung, oder? Also, das geht Milch ja. Trinken. Man kennt sie nicht, die freilaufenden Wither. Das wäre übel. Da ist einer. Wenn Wither im Nether gäbe. Alter, was ist denn hier los? Alter, willst du Stressbaum oder was? Alter, wie bin ich denn jetzt hier gekommen? Okay. Welcher Baum war das? Kommen denn jetzt die Lumpen hier? Wait, mit wem kämpfst du denn da, Peter? Ist die Natur wieder gegen dich? Ja, der Baum, mit dem Baum kämpfe ich mich. mit dem Baum kämpfe ich mich. Okay. Ja, ich versuche zwischendurch noch den Chat zu lesen. Da gab es beispielsweise gerade den bestimmt gut gemeinten Tipp: bau die Bäume doch sonst komplett. Also mit den einfach die Sachen hier abbauen, also die Blätter und die dann neu händisch platzieren. Aber so wie ich das verstehe, funktioniert das auch nicht. Also egal, aber auch das können wir tatsächlich probieren. Nehmen wir doch mal so ein paar davon mit. Brauchen wir noch Netherwarzen? Nee, ne? Nee, Netherwarzen brauchen wir nicht. Die brauche ich nicht. Geht so mal die Resi melden. Wo kommt der Wither denn in der natürlichen Minecraft-Welt vor, fragt Chaos Barbie. Gar nicht, den kann man nur beschwören, indem man Wither-Skelette tötet und mit ganz viel Glück einen Wither-Kopf von denen gedroppt bekommt, wenn ich mich recht entsinne. Und dann muss man diese Wither-Köpfe irgendwo drauf platzieren und beschwört sozusagen dieses urmächtige und mystische Wesen.
das man nicht beschwören sollte. Man wird sozusagen dieser wahnsinnige Zauberer, den man manchmal so aus Filmen kennt, die einfach Unfug machen, weil sie Macht haben wollen. Du willst Macht haben, Peter? Ja, wenn ich den Wither spawne, klar. Jetzt habe ich mich in dieser Scheißburg verlaufen. Wie so schwer sein? Komm, ich brauche 4 Setzlinge. Das kann doch nicht so schwierig sein. Wieso kommen hier nicht mehr Setzlinge dabei rum? Also ich kann echt nur den Kompass empfehlen. Ja. Nein, Kompass ist immer eine gute Idee. Hier, komm. Hä? Wie viele Sattel sind denn hier? Bull. Komm, wieso gehen die Bäume nicht kaputt? Ja, doch langsam, aber sicher. Ich brauche 4 Setzlinge. Wait, wieso habe ich Eichensetzlinge bekommen? Wait. Ich baue Eichenbäume teilweise ab. Das war aber nicht Sinn der Sache. Gott, ich bin erschrocken. Ja, das Biom kann man leider nicht mitnehmen. Die Blatt-, Wasser- und Grasfarbe ist immer abhängig von dem Biom, in dem das jeweils steht. Hm, dann wird es ein bisschen schwieriger mit dem Tropenhaus. Oder wir gucken uns gleich mal an, wie so ein Tropenbaum in der Safari aussieht, weil vielleicht ist das ja trotzdem ein cool aussehender Dschungelbaum. Also wenn man da halt so alles überwuchert und so, kann das ja trotzdem cool aussehen, wenn's, auch wenn es nicht das exakt gleiche Grün ist. Nice. Wie im echten Dschungel. Ist halt ein Fake-Dschungel. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Das ist jetzt ein Problem. Ja, Savanne meine ich ja. Habe ich Safari gesagt? Safari, Safari. Oh Gott, na, fail, ey. Grüße aus dem wunderschönen Rating. Ja, Grüße zurück. Grüße aus dem wunderschönen Berlin. Hey, Rating. Ich mag Schätzing lieber. Kopf, du hast dich per Zufall verwunzelt in Rating und hast irgendwie ein Grundstück über oder so, ne? Habe ich jetzt ein paar Mal schon geguckt. Lieber kleiner Philipp, geh doch mal an den Schrank deiner Eltern. Und guck mal, ob die da nicht eventuell so Grundbuchsachen haben. Schick mir die mal kurz per Post. Und da malst du einfach Christian seinen Namen rein. Ja, manchmal muss man Bäume halt auch mal mit der Hand abbauen, Chat, ne? Wir sind ja hier... Du bist ja noch richtiger Craftsman, was ist denn los? Ja, wir sind ja hier auf Boden geblieben, ne? Guck mal, wir haben 4 Tropensetzlinge. Ja, guck mal, da läuft doch der Hase. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal wieder zurück. Philipp Amthor, ne, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wie kommen die denn da drauf? Wohnt der bei dir? Wie ich Philipp gesagt habe. Auch. Das ist alles am Tors. Die Philipps da. Danke. Dankeschön. Danke. So, Hühnchen, komm mal zu mir. Scheiße, die Soul-Fackeln, die machen ja gar kein Licht. Oh, die sehen schön aus. Scheiße, wieso habe ich denn so viele davon gemacht? Weil die schön aussehen. Ich brauche. Oh. Kacke. Okay, vielleicht haben wir ganz viel Glück, Chat. Ganz viel Glück. Manchmal bin ich ein Lacker in Spielen. Manchmal. Manchmal. 1, 2, 3. Ah, wie immer kein Glück gehabt. Packe ich doch mal Landstein aus und schwinge sie durch die Gegend. Geiler Schwingelding. Oh, Alter, bin ich hier gerade aus Versehen durch meinen Truhenraum geflogen. Das war aber nicht der Plan. Habt ihr vor, noch mehr von Mario Party zu bringen?
ja, kam sehr gut an auf jeden Fall, die eine Folge. Also da spricht jetzt erstmal nichts gegen. Ich fand's auch ganz lustig. Monty Maulwurf fordert sein Rematch. Ja. Hier, seht ihr, wie schön ich... Guck mal, Chat, wie schön ich hier diesen hässlichen Creeper-Spawner überbaut habe, sodass man das gar nicht mehr sieht, dass da mal was war. Ein paar Bäume drüber wären vielleicht noch nicht schlecht. Aber so allgemein meine ich. Als Stream bitte. No. Ich hoffe, dieses Geräusch hat klar gesagt, was ich sage. Aber nein. Ja, okay, ich verstehe, was ihr meint, Chat, aber ganz ehrlich, das kann ich mir trotzdem vorstellen. Der Dschungel, der erinnert dann so ein bisschen an eure Mütter. Vertrocknet. Was willst du denn hier? Verpiss dich. Wo kommt der Schweinemensch hierher? Nein, nicht gut. Seit wann ist Peter eigentlich so offensive? Wo ich mich wie Hulle drauf freue, das wird wahrscheinlich nicht viel unspektakulärer, wird das Mario Golf. Oh ja, da freue ich mich aber auch drauf. Ich glaube, das dauert noch. Ich weiß nicht, ob das Ende Juni war oder erst im Juli. Eins von beiden. Okay, Chat, das gefällt euch nicht. Okay, wir machen mal einen Vergleich. Jetzt brauche ich ja wieder neue fucking Setzlinge. Ach. Okay, wir holen nochmal neue Setzlinge und gucken uns den auf der anderen Flussseite an. Das Problem ist, auf dem Creeper-Spawner das Ding zu bauen, wird ein bisschen tricky. Weil dann kann ich halt nicht in den Boden gehen und das nervt. Ich habe jetzt keine Axt dabei. Mann des Volkes und so. Wir wollen ja nur zwei Setzlinge. Wir machen das jetzt einfach so und hoffen, dass hier raus ein Setzling kommt. Alles klar, dankeschön. Hades Braver hat gerade 50 Euro Trinkgeld gespendet. Ganz herzlichen Dank, Hades Braver, für dieses brave Trinkgeld. Hm. Kannst auch einfach einen kleinen Baum pflanzen. Ja gut, aber dann haben wir ja nicht den guten Vergleich. Wir schneiden ihm gerade eine Halbplatze. Macht ihr doch... Ah, und da haben wir schon die vier Tropenschmuppen. Dankeschön, Langholz, für die Sub-Verlängerung. Und guck mal, SDDA1 ist ein neuer Sub. Das erste Mal hier am Stissel. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, du genießt es hier. Und auch die ganzen tollen Emotes, die du jetzt benutzen kannst. Wow. Mal, das hört sich dann am Schweinemann an. Schweinemann. Zwei. Das ist jetzt so viel besser, Chat, oder was? Guck mal, da ist doch hier, kann man gut vergleichen gerade, oder? Danke, danke schön. Danke. Ach, Happy, jetzt fallen wir doch nicht auch noch in den Rücken. Was ist denn hier los? Können wir bitte schlafen gehen? Wie ist denn der Schweinetyp bis auf mein Haus gekommen? Ja. Peter, du willst immer so Sachen. Was ist denn hier im Bett? Alter, hier ist ganz schön voll in meiner Butze mittlerweile. Ja, ich liege. I'm slaying. Du slays? Ja. Nice. I'm slaying. Dankeschön, André007, der gerade 5 Subs verschenkt hat. Ganz herzlichen Dank, André. Danke, dankeschön. Danke. Da.
Da ist der im normalen Biom. Und da ist der im Vertrockneten. Ja, ich sehe schon den Unterschied. Das ist ja belastend, dass ich euch recht geben muss. Das tut mir im Herzen weh. Finde ich blöd. Nee, Chat, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, sieht schon besser aus. Ah, okay. Okay, da muss ich mir jetzt mal überlegen jetzt hier. Erstmal muss ich beide Bäume wieder abbauen. Das heißt, ich muss mir jetzt eben eine Axt machen. Oh, ist das nicht ein schöner Flug? Der beste Flugstil. Gesundheit! Danke schön. Saftig übertrocken. Ja, weiß nicht. Nicht immer. Bei Chips nicht. Ja, good point. Ja, Christian ist ein weiser Mann. Also ich weiß halt nicht, worum ging, aber. Mach dir mal eine Effizienzaxt. Ich mach dir gleich eine Effizienzaxt. Nee, Moment, das ist keine gute Beleidigung. Was hab ich denn jetzt einen Ohrwurm von Waterloo? Okay, wir landen jetzt. Oh, was war das denn? Wir landen jetzt genau auf diesem geilen Safari-Baum da. Wieso sag ich immer Safari, ey? Hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Safari. Tiger. Nee, Safari meine ich nicht. Tiger auf Englisch, oder? Tiger ist auch okay. Tiger auf. Tiger nicht auf Englisch. Savanne. Ist Safari? Nee, Savanne. Ah. Dann bauen wir hier mal ab. Achso, Tiger war kalt. Ach, scheiße. Wie heißt denn die Savanne auf Englisch? Moment, Savannah? Savannah. Peter, König der Löwen, dein Lieblingsfilm. Und wie heißt nochmal Sport? Tiger! Zimania! Sportswing finde ich stark. Savanna Unana. Ihr müsst den Creeper Spawner sowieso mal umsetzen, weil er sich mit dem Zoo nicht verträgt und schlechter wird, je mehr Tiere dazukommen. Ja, aber so viele Tiere habe ich im Zoo jetzt ja auch wieder nicht, vor oder? Vor allem, das Ding ist so irrelevant, weil wir haben so viel Feuerwerk. Wir können ja wahrscheinlich dreimal um die Erde fliegen. Echt? Und wir ja. Haben so viel Feuerwerk. Ich habe 4 oder 5 Stacks zu Hause und ich will gar nicht wissen, wie viel Peter hat, nachdem der die letzten Male sich immer drum gekümmert hat. Ja, wir haben schon viel Feuerwerk. Ja. Hallo HNNH-FTW. Neuer Sub. Liebe Grüße. Wie heißt das denn nochmal, Feuerwerk? Boah, ich muss auf jeden Fall Feuerwerk. Ja, da ist ja dieser scheiß Bug, dass du quasi, dass das nicht auftaucht in der Liste. Meine ich. Also, Peter, kann man dich eigentlich engagieren? Wofür? Als Landschaftsgärtner. Nein. Das ist aber schlecht. Ja, ich muss ja, ich hab doch jetzt hier ein Projekt. Was möchtest du denn, dass ich mache? Ich hab nicht gesagt, Peter, kommst du vorbei jetzt und baust mir hier mal eben meinen Garten. Nee, ich meine so grundsätzlich. So für die Zukunft. Brauchst du Hilfe? Danke, Nina. Ja. Okay. Wenn ich mir hier meinen Baum angucke, dann brauche ich definitiv Hilfe auf mehrere Art und Weise. Ist das dein Wollebaum, über den ich vorhin drüber geflogen bin? Ja. Aus der Ferne sieht der gut aus, finde ich. Nee, der sieht eigentlich aus wie so ein großes Zuckerwatt. Also, wie so ein Lolli oder so. Also, geht. Guck mal hier, wir haben einige Landschaftsgärtner, ausgebildete Landschaftsgärtner ja, im Chat, Sebastian. Ich weiß nicht, ob die dir beim Bau eines Fake-Baumes, eines japanisch aussehenden Fake-Baumes helfen können. Ich könnte mir mal sagen, Cherry Blossom, unsere Hecke auf der Terrasse immer auf der einen Seite abstirbt, bevor wir die gießen.
wahrscheinlich zu viel gießen, oder? Also ich kenne das Problem zu. Da gibt es ja auch nichts. Ja. Zu viel gießen kann bei uns eigentlich nicht sein, eher zu wenig. Okay. Aber Licht ist da, Wasser, die stehen auch nicht unterm Dach. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein Problem vom Vermieter. Dankeschön, YourMJK, für 5 Euro Trinkgeld. Domi soll euch World Edit auf dem Server installieren, dann könnt ihr manuell das Biom auf Dschungel ändern. Nee, ist ja Cheat. Aber schlafen gehen doch. Machen wir ja auch nicht. Also machen wir ja. Also wir gehen ja schlafen. Das meine ich. Alter, ich bin so lost. Oh Gott, ich hatte eine Tropenbaumkiste. Echt? Sehr gut. Herr Peter, jetzt hast du doppelt so viel Tropenbaum. Ja. Die sehen mal das Positive in deinem Leben. Das hat mir auch ein T-Shirt drauf. Das ist ja eine Sick-Touch-Schaufel gewesen, die du mir da gegeben hast. Ja. Anni, was schreibst du mir denn jetzt hier die ganze Zeit? Ich oder wer? Nee, Honey. Ach, die macht das jetzt gerade schon mit dem Sortieren. Tja, Chat, müssen wir uns was anderes überlegen für am Wochenende. Das ist aber auch smart von ihr, weil ich hätte wahrscheinlich eher das falsch gemacht. Vor allen Dingen, wenn ihr mitbestimmt hättet, was passiert. Aber wie kann man das denn falsch machen? Weil du beschriftest das doch und dann tust du das da rein, was draufsteht, oder nicht? Nein, das mache ich nicht. Was machst du nicht? Okay, sie macht das doch noch nicht. Aber etikettierst du schon drauf? Was machst du denn da? Zuordnen. Zuordnen machst du schon? Ja. Na guck mal, da wird schon zugeordnet. Ich ordne zu. Was ist denn Akazie nochmal? Habe ich dafür keine Kiste? Das ist ein Baum. Ja. Ja. Was war das denn nochmal für ein Akazienbaum? Was ist denn der Akazienbaum? Wo kommt der her? Ach, dieses orangene Zeug, okay. Ach, das ist der Safari-Baum. Alter, guck mal, was ich mit meinen Haaren machen kann. Das ist ja geil. Steht mir hinten so riesig. Guck mal, was ich mit meinen Haaren machen kann. Okay. Wait, hier stand so ein riesen Dschungelbaum. Da oben sind nur noch die Reste. Ja, der geht weg. Also, die Reste gehen weg. Keine Sorge. Ja, das geht auch weg, aber mir wurde gerade noch der Baum angezeigt. Da bin ich einen Schritt weiter gegangen, jetzt alles weg. Okay. Mhm. Das klingt nach einem Fall für Galileo Mystery. Okay, Chat, wir gehen jetzt mal gucken, wo wir auf dieser Seite des Flusses. Alter, was ist heute mit den Schweinen los? Ein geiles Truppenhaus bauen können. Wo war denn nochmal der Creeper-Spawner? Der ist jetzt ein bisschen versteckt, zugegebenermaßen. Es gibt so einen Eingang hier bei mir, wo ich gerade bin. Außer Peter hat auch den zugelegt. Nee, die Eingänge sind beide offen. Ich stehe gerade vor beiden Eingängen. Oder um genau zu sein, zwischen beiden Eingängen. Ich weiß nur nicht gerade, wo Christian ist. Wieso sehe ich Peter oder nicht? Ja, das frage ich mich auch. Wo ist Christian? Ich habe Peter gesehen. Ich sehe Peter auch. Williams, ich weiß aber auch nicht, wo das Ding irgendwann mal gewesen ist. Hier, Christian. Hier ist der Eingang. Ja, wo Sepp sagt. Da ist einer der beiden Eingänge. Der andere ist hier. Ja, du kannst einfach durch beide doch durchgehen. Ah, nee, da, ja. Sind die halt verbunden? Die sind verbunden, ja. Da bin ich doch schon tausendmal hin und her gelaufen. Ja, gut. Willi der Wattwurm, so nämlich. So, und hier, jetzt stehe ich auf dem Creeper-Spawner. Das heißt, tiefer als diese Fläche kann ich nicht gehen. Das ist das Tiefste, was geht. Das ist doch nicht schlimm, oder? Das ist schon ein bisschen sucky-sucky. Sucky-sucky. Kurz überlegen. Kurz überlegen. Danke. Hä? Puh. Mein Brain rattert gerade. Bau doch woanders. Ja, nee, auf der anderen Seite darf ich nicht, weil der Chat ist voller Faschisten. Nein, Quatsch. Also wow, andere Seite sieht nicht gut aus. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall auf dieser Seite sein.
Und ich weiß noch nicht so ganz wo. Ich denke mal hier halt. Aber ich muss das nochmal. Ich muss das nochmal genau überprüfen. Hinter der Scheune? Nee. Da sind wir viel zu nah an Sepp dran, würde ich sagen. What? Du kannst dich doch hier ausbreiten, hier. Peter, wie du möchtest. Ja, ja, das ist lieb von dir, aber das wird ja relativ groß. Also außer neben dem Nether-Portal, da wollte ich noch so einen Kirschbaum hinbauen. Rechts neben dem Nether-Portal. Ja, hier so auf diese Anhöhe. Bist du gerade? Ja, ich sehe es. Ich sehe es, glaube ich. Hier wollte ich noch so einen kleinen Brunnen und so einen kleinen Kirschbaum hinsetzen. Da muss ja auch nicht komplett ebenerdig sein. Das ist schon richtig, was Chatter sagt. Das ist schon richtig. Bis wo geht denn der Spaß hier? Bis hier ungefähr. Wir machen uns mal eine Line. Ach komm, machen wir das doch jetzt mal. Wieder der Landschaftsgärtner gerade noch gebucht ist. Wenn wir uns erstmal den. Jetzt muss ich den hier wieder freilegen, den geilen. Hä, wo ist denn der? Da. Alles klar. Wo kommt denn jetzt dieser Creeper her? Creeper, möchtest du mir erzählen, von wo du kommst? Okay. Dann nicht. So. Guck mal, das habe ich letztens erst hier alles aufgefüllt, weil ich den einbauen wollte. So, jetzt wissen wir, wo der Creeper-Spawner ist. Der Spawner könnte ja auch eine Insel sein im Turmhaus. Ja, ja, zum Beispiel. Also wir könnten überlegen, wie wir den einbauen. Aber wenn ich von hier aus überlege, von hier aus bis zum Wasser, ist ja schon echt viel. Dankeschön, Raining Man, der gerade 9 Stufe 1 fast verschenkt hat. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ist ja schon viel. Christian, brauchst du noch so viel Level? Ja. Was, wofür denn? Für Sick Touch. Ah. Da musste ich noch geschmeidige 17 Level machen. Oi. Und Dankeschön, Manu, der auch Subs verschenkt hatte. Mhm. Hatte ich übersehen. Dankeschön. Ich will es auch gar nicht so ganz riesig machen. Ich glaube, wenn wir hier als Ansatz. Bam! Sniper Seppieu. Wieso bist du da gespawnt? Aua. Motherfucker. Aua, was soll das? Ist da noch einer? Ich hab gerade schon den Zombie weggesnibbert. Alter, Naruro Day hat gerade 10 Stufe 1 Subs verschenkt. Vielen lieben Dank. Ich bin K. Danke. Kaka? Fußballspieler, Peter, ne? Weiß woher kommt K? Sepp. Aus. Sepp! Aus dem Dschungel. Oh, nice! Good job. Was? Der kommt aus Knight Rider. Ah, Dschungelbuch. Dschungelbuch ist älter als Knight Rider. Ich wollte auch gerade sagen, Dschungelbuch ist definitiv älter. Was wird denn das hier? Ist schon süß, aber auch ein bisschen. Nein, wir machen keinen Tintenfischteich. Ich denke, ihr fragt trolligerweise, aber ich sage es trotzdem sicherheitshalber. Wir machen keinen Tintenfischteich. Peter, warum denn nicht? Peter, kannst du nicht so einen Tintenfischteich machen, wo außenrum das erste Feld nicht Sand ist, sondern Feuer? Man verbrennt die einfach, wenn die an Land gehen. Das ist eine gute Idee. I like the way you think. Das Problem ist, die vielleicht verlieren sich dann aber auch nicht. Das heißt, die sterben einfach alle aus. Vielleicht kann man das noch weiter ausbauen, dass das so ein richtiger Folterteich wird.
Ah, was? Kann sie zwei Blöcke breit machen oder so? Ich tue das erzählen. So lang ziehen. Oder vier teilen oder so. Okay. Ja, wie groß will ich das machen? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich meine, da müssen halt Tropenbäume rein und da. Opfer! So ist es, Christian, wahrscheinlich auch mit meiner Spitzhacke geschehen. Ja, das mit dem Q-Drücken darf vor allen Dingen nicht passieren, wenn man fliegt, weil dann ist echt uff. Ja, das glaube ich sofort. Okay, das ist auf jeden Fall groß genug, was ich hier gerade plane. Oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir hier jetzt auch so langsam mal wieder in die Richtung. Wenn wir hier jetzt auch mal so ganz locker flockig wieder Richtung Wasser gehen. Und hier dann am Rand bleiben. Der Tintenfisch halb ist real. Okay, lass mal kurz. Aua. Lass mal kurz von oben gucken. Der Kreis ist es dann im Endeffekt. Ist auf jeden Fall das größte Gehege. Ich werde immer von Gehege zu Gehege größer, ey. Kannst du nochmal wiederholen, was du gerade baust? Sehr gerne, Herr Kindskopf, wenn man so lieb fragt. Es ist folgendermaßen geplant. Ich möchte gerne ein Tropenhaus bauen. Also ein Haus, das das Biom des Dschungels simuliert, durch das Besucher meines Zoos laufen können, durch verschiedene Wege, über Hängebrücken, die aufgespannt werden zwischen den hocherhobenen Dschungelbäumen, und es wird auch ein kleiner Fluss dadurch fließen, wo man mit Booten entlangfahren kann, auch durch eine Höhle durch. Cool, Creeper. Dankeschön. Das ist der Plan. Und ich glaube, dafür haben wir jetzt eine okaye Größe erreicht. Größer würde ich nicht gehen, das kriegen wir schon hin auf der Fläche. Vor allen Dingen haben dann die kleinsten Tiere das größte Gehege, während die Pandas so ein Minigehege haben. Ja, die scheiß Pandas sind mir auch mega hardcore auf den Sack gegangen. Wow. Voll das Panda-Shaming. Aber ist ja okay. Ocelot und Papageien und Pandas. Guck mal, Pandas werde ich sogar teilweise hierhin verfrachten wieder. Da kommen Ocelots rein, Pandas und Papageien. Ich habe schon mal gefragt, aber sowas wie Affen gibt's nicht, ne? Nein, nur vor den Bildschirmen. Okay, dann müssen wir mal planieren, wa? Vögel brauchen viel Platz. Ja, aber Papageien. Das war meine... einer meiner ersten die drei Fragezeichen Kassetten mit Wot und Papageien ging. Oh ja, doch, die mit dem Papagei. Oh, sogar cool. Wait, aber ist das dann, dass die den Papagei am Ende behalten? Ja. Nee. Dadurch kommt er doch dann da in den, also die haben doch immer einen Papagei, den hörst du ja mal. Ja, und der kommt von der Folge. Das könnte einer der ersten Folgen überhaupt sein von die drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen gibt's auf Spotify, wa? Ja, da habe ich die nämlich gehört nochmal. Das ist voll nice so als Podcast. Das ist die erste Folge. Jawohl, die drei Fragezeichen und der Super-Papagei. Ah, ich weiß noch genau, Alter, der eine Typ, der Erwachsene, der da den Papageien hinterherjagte, der hatte die ganze Zeit so eine mega versoffene Stimme, wenn ich mich recht entsinne. Das war so ein weirder, das war so eine weirde Stimme, aber war voll der geile Fall. Ja. Ich habe letztens in irgendeiner Serie... oder in irgendeinem Film habe ich einen von den Sprechern wiedererkannt. Das ist dann irgendwie auch weird. Ja, Alter, ich höre überall JD von Scrubs, ne? Der spricht so viele Leute, das ist der Wahnsinn.
Ja, wir reden nur von der ersten Kassette, Chat, ja? Also jetzt müssen hier nicht die Hipster mit ihren Büchern kommen. Ich rede von der Kassette. Ja, Bücher. Die erste Kassette ist der halt der Super-Papa-Guy. Das erste Buch ist, wie der Chat uns gerade belehrt hat, das Geisterschloss. Das auch als Kassette gekommen ist, wenn ich mich recht entsinne. Nur dann wahrscheinlich nicht als erstes, sondern später. Also als Kassette hatte ich immer TKKG und Fragezeichen und gelesen habe ich immer John Sinclair. John Sinclair? Warst du das John Sinclair gelesen? Hat mein Papa immer gelesen. Aber es war ja schon ein bisschen. Ah ne, du warst ja auch ein bisschen älter, ne? Was ist denn John Sinclair? John Sinclair sind so Gruselgeschichten. Der ist dann ein Ermittler, der dann irgendwelche Zombies, Geister oder was immer lag. Also das Krasseste damals, das war irgendwie so ein Ding da, wie hieß denn das, das Horrorpendel oder so. Da sind die Leute dann immer wach geworden, lag auf so einem Tisch und über den schwang immer so ein riesen Messerpendel hin und her, bis sie die aufgeschlitzt und geteilt hat oder so. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwo bei Saw mal auch vorkam. Oder bilde ich mir das gerade komplett ein? Ja, das also, würde mich nicht wundern. Da wird man sich ja inspiriert haben ohne Ende. Aber die Vorstellung ist schon übel. Also so, also es war aber nie so explizit beschrieben. Oh scheiße, ich muss ein bisschen auf die Schaufel achten. Ja, Chat, ich bin am Stissel, Leute. So, Leute, warte mal. Dankeschön, wie Alex DK. Wie viel Verzauberungen gehen? 3 gehen auf eine Pickaxe, oder? Mehr, meine ich. Gibt's dann, also mehr als 3 hätte ich jetzt gesagt. Nee, bei 3 ist Schluss. Also ich habe schon Efficiency und Unbreaking drauf und der will der da nicht drauf machen. Hä? Okay, na gut, man lernt jedes Mal aus. Ja, Chat, ich weiß, schau auf. Wollt ihr mich wieder necken? Ja, ich weiß, ich liebe euch auch. Ja, aber ich verstehe es nicht. Achso, wahrscheinlich will die. Nee, vielleicht weil die nicht komplett repariert ist. Oder hier wird einfach gebohrt. Warum verzauberst du eigentlich keine Dia-Schaufel? Effizienz und Manning-Bücher solltest du doch noch einige haben. Ich weiß nicht, ob ich noch Effizienz und Manning-Bücher habe, ehrlich gesagt. Ich guck mal kurz. Also ich habe Efficiency hast du auf jeden Fall noch. Mindestens 1. Effizienz 3 habe ich noch. Sigtage und Fortune geht nicht zusammen. Aber ich habe Efficiency und Unbreaking auf der Spitzhacke. Efficiency 4 und Unbreaking 3. Oder will er nicht? Oh, Effizienz 4 sogar. Unbreaking habe ich nicht viel. Was steht denn da? Was steht denn da? Da steht gar nichts. Du packst halt die Pickaxe in den Enchanter rein und da steht halt. Da taucht nichts auf. Danke, danke schön. Danke. Also, falls ihr mal Dirt braucht, ne? Oder Stein. Ach so mit dem also, ja. Satt stimmt. Und genug, meine Freunde. Würde das nicht Sinn machen, dass ich auf das Buch. Ach ne, Quatsch, auf dem Buch kriege ich ja jetzt gar keinen Silk Touch. Ne? Hat umgelaufen. Ich habe 3 Pickaxes. Eine mit Fortune, eine mit Efficiency und Unbreaking. Aber die können wir mergen. Das geht ganz gut. Passt schon. Danke, Linus. Linus hat gerade 5 Satz verschenkt. Danke, Linus. Linus, heißt du eigentlich so oder ist der Name wegen hier Peanuts. Kinderserie? Peanuts. Peanuts, danke. Ich hatte das gerade nicht gehört. Danke. Meine Eltern haben mich damals manchmal zwischendurch unser kleiner Linus genannt, weil ich immer mit so einem Schnuffeltuch durch die Gegend gelaufen bin. Peanuts war eine der Serien, die fand ich immer mega nice. Also alleine schon die Musik, diese 70er Jahre Bimmelmusik, fand ich immer so beruhigend. Und, ach, Peanuts war super. Mein Vater hat auch noch die ganzen alten Comics, also die in diesem kleinen, ich weiß gar nicht, was das für ein Format ist, die waren so quadratisch, so ganz klein. Da hat er noch ganz viele von. Der Osterbeagle und all so ein Scheiß. Ich habe Peanuts nicht so häufig gesehen, aber ich mochte sehr, wie die Eltern da reden. Das hat mir, das fand ich immer sehr lustig und gut umgesetzt. Linus heißt so. Okay, ja, hätte ja sein können. Ich fand auch den Film ganz cool tatsächlich, der da letztens rausgekommen ist vor, glaube 3 Jahren oder so.
guck mal, den habe ich dann gar nicht gesehen. Ich habe schon keinen neuen Film mehr gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Jetzt, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wurde ja auch viel verschoben. Weiß jetzt gar nicht, ob viel rauskam, aber jetzt auch bei den Oscar-Nominierungen habe ich nicht so wirklich viel mitbekommen. Und die, die ich gesehen habe, die den besten Film, beim besten Film nominiert waren, habe ich ganz viel auch nicht von gesehen. Also eigentlich kaum jemanden. Ich hatte aus der Liste, ich kannte Tenet, die waren, glaube ich, nominiert für über beste Special Effects oder so. Das war's von allen Filmen. Ja, gut. Ich hab mal ein bisschen nachzuholen. Mortal Kombat. Mortal Kombat, Alter, richtig Schrott. Wie kommst du denn jetzt auf Mortal Kombat, Junge? Weiß ich nicht, aber Mortal Kombat gibt's da jetzt einen neuen Film? Das war noch immer. Ja, kommt der jetzt nicht? Oder kam der schon? Das sind doch sowieso immer so B-Movies. Also ich rechne da eh nicht mit so einem AAA-Ding, aber ich find's einfach mega toll, wenn diese Techno-Mucke da kommt, dann hauen die sich auf die Schnauze, reißen sich das Herz raus und hier, ich bin der Stärkste. Dun, 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 dun. Ja, genau. Monster Hunter kriegt auch einen Film? Was ist denn da los? Ja. Wie wird denn das für ein Film? Geht der 18 Stunden und dann hast du quasi das Intro durch? Oder Peter, der jagt immer eine neue Rüstung. Macht sich eine neue Rüstung, geht er wieder Monsterfarm. Neue Rüstung, Monsterfarm, neue Rüstung. Aber mal ein bisschen ausgedünnt hier. Mortal Kombat wurde abgesagt? Bitte was? Da gab's doch schon Trailer zu, also ein Kram. Mit Mila Jovovich? Oh no. Hat einer von euch, also pass auf, einer meiner liebsten YouTube-Kanäle ist ja Girlfriend Reviews. Die machen unfassbar lustige Gaming-Videos. Ja, auch sehr aufwendig, auch einfach genau mein Humor. Und die haben letztens ein Special gemacht zu Videospielverfilmung. Und als ich das am Anfang sah, dachte ich, die gehen jetzt primär auf Uwe Boll ab, aber sind sie gar nicht, sondern die haben so was wie Resident Evil und noch so ein paar andere Sachen gecheckt. Und immer war das der gleiche Regisseur und mit Mila Jovovich als Hauptdarstellerin, weil die Frau ist von dem. Bei allen möglichen Crap-Videospielverfilmungen der gleiche Regisseur und Mila Jovovich. All die quasi, die Uwe Boll nicht verkackt hat, haben die offensichtlich im Tandem verkackt. Also Mortal Kombat ist nicht abgesetzt, der wurde nur nicht ins Kino, gab keinen Kinostart, sondern VOD. Ja, okay, aber das ist ja bei vielen Filmen passiert. Ja, ist das bei vielen, ja. Geil. Alleine wenn ich schon Goro sehe, dann habe ich schon Bock auf diesen Film. Ist der, sieht das so aus, als wäre er animiert oder als wären die zusätzlichen Arme? Ah, okay. Also der sieht halt aus wie, keine Ahnung, wie so ein Ork halt, ne? Der Monster Hunter Film ist auch von Anderson. Belastend. Das ist belastend. Genau, Anderson hieß der. Mr. Anderson. So. Hat er jetzt die Schaufel repariert? Ja, die ist in meiner linken Hand hier. Habe ich repariert. Ich bin auch smart. Auf zum Korallenmeer. Welche Richtung war das? Westen? Nach Westen musst du gehen, ja. Geile Nummer. Oh, Chat, wir haben heute einiges vor uns. Wo ist Sepp? Der ist da. Oder auch nicht. Oh, und ich brauche Eimer, um die Fische einzusacken. Mr. Anderson ist nicht der Protagonist von Matrix. So, nee, nicht der Protagonist. Doch. Ja, doch, klar. Ja, doch, stimmt. Natürlich. Das war ja Neo. Ja, klar. Warum das hat nur der eine, das hat nur der eine immer gesagt. Der Agent hat das immer gesagt. Mr. Anderson. Dann haben wir sogar in einem unserer Schulfilme parodiert. Dann haben wir nämlich auch eine Figur Anderson mit Nachnamen genannt. Und an einer Stelle sagt das dann noch jemand. Mr. Hugo Anderson. Hugo Weaving war das doch, der das immer gesagt hat. Ne? Hugo Weaving. Das ist das erste Mal, dass ich den so richtig appreciated habe. Und dann kam er überall vor. Ja. Peter baut das Tropenbiom. Nächste Folge Verstecken im Streichelzoo. Ist gar nicht so falsch, weil morgen nehmen wir on-stream eine Folge Verstecken auf, wo wir auf dem Server der lieben Mods Verstecken spielen.
Und zwar haben die auch einen kleinen Zoo gebaut. Und das wird auch wissig. Das wird auch wissig. Wir singen. Da wollten wir die Challenge mit dem Wither nochmal machen, ne? Dankeschön, Martin Zockt, für die 5 Subs. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hier war dann Ende, ja genau. Warum nicht auf eurem Server? Ja, die haben schon ein etwas größeres Dorf, sage ich jetzt mal. Also die haben da mehr Gebäude da als bei uns jetzt. Das ist ja hier. Hier sind halt 3 Leute und die spielen mit, was weiß ich, wie vielen Leuten da drauf. Sollen wir nochmal pennen? Very gerne. Very gerne. Ja. Ich lock mich mal aus. Ich schlaf hier mal. Ich liege. Mucke die ganze, ich auch. Die ganze Zeit diese Mucke im Kopf, ey. Danke, danke, danke. Wieder John, genau, wollte ich gerade sagen. Stimmt, wir auch ein bisschen unfair gegenüber Jay und Bram, stimmt natürlich. Was wäre da unfair? Ach, wenn wir auf unserem Server verstecken, wir spielen würden, statt auf dem Server der Mods. Wieso das denn? Also, wir haben da im Endeffekt nur unsere 4 Häuschen. Also, echt mal, ey, voll die. Ist ja jetzt nicht so, oh scheiße. Außerdem, Jay findet dich sowieso nicht mal, selbst wenn du ihm ganz genau beschreibst, wo du bist. Ich glaube, das hängt aber damit zusammen, dass er dir einfach nicht glaubt. Nee, er hört auch einfach nicht zu. Ja, das ist richtig. Also. Nur so eine Vermutung. Peter, du hast doch gerade sowas gesagt wie, ich habe sehr viel Dreck oder so, ne? Oh ja, sehr viel. Wenn ich dir davon Gebrauch machen würde, wo? Wenn du unten in meinen Truhenraum kommst, rechts 3 Doppelkisten voll mit Dreck. Kannst gerne den mit Gras nehmen, kannst auch den ohne Gras nehmen, ist mir egal, ich habe so viel. Sagst du, du beutest meine Schaufel gut aus, finde ich nice. Ja, aber hallo. Anderson soll ja auch eine Kurzgeschichte von George R. R. Martin verfilmen für den US-Sender. Und die weibliche Hauptrolle hat wieder Mila Jovovich. Ja, läuft doch bei denen. Power Couple. Das Problem ist, bei allem, wo George R. R. Martin dran steht, habe ich mittlerweile eher ein schlechtes als ein gutes Gefühl. Ne? Also ich bin jetzt mittlerweile so geschädigt von den letzten Staffeln von Game of Thrones, davon, dass kein neues Buch von dem rauskommt und dass ich Elden Ring... Hat der das immer noch nicht rausgebracht? Nein. Und dass sich Elden Ring seit 100 Jahren verzögert. Also keine Ahnung, George R. R. Martin ist, glaube ich, verflucht. Dankeschön, nochmal Martin zockt. 5 Stars verschenkt, dankeschön. Stimmt, Elden Ring, da war ja was. Danach kam nie wieder irgendwas. Nee. Was sehr belastend ist, weil ich gerade voll im Souls. Ja, aber Peter, bestimmt, weil die da richtig hartes Polishing betreiben. Und ja, die haben ja nie so lange für ein fucking Spiel gebraucht. Das ist echt strange. Irgendwas ist da nicht in Ordnung, glaube ich. Ich glaube, die haben kein Geld mehr. Ja, das glaube ich nicht. Ah. Nee, die haben kein Geld mehr. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube einfach nur, George R. R. Martins Produkte sind verflucht. Sie hat wahrscheinlich die Zahlen benutzt von Lost. Ich hab Lost nur einmal gesehen, damals, als das veröffentlicht wurde. Da habe ich ja immer mit Jay quasi, haben wir uns immer die Internet-Sachen durchgeguckt, was da so gepostet wurde und gescannt wurde in den Folgen und was es dann so für Theorien gab. Und jetzt gerade gucke ich das zum zweiten Mal in meinem Leben. Geil. Und die erste Staffel war fucking awesome, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir haben jetzt noch nicht die erste Staffel durch, aber jetzt die Folgen, die wir von der ersten Staffel gesehen haben, da konnte ich mich ja nicht mehr so viel erinnern und die waren fucking awesome. Ja, die ist echt, also das Setting und, ne, und wenn die da mit den Hintergründen. Ah, schon 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ja. Oh Mann, ey. Ich, das ist so toll, Hugos Psycho-Game einfach so. Und, ja. Muss das eingeben oder nicht? Weißt du, was macht das denn? Keine Ahnung, aber gib mit ein, sonst geht die Welt unter. Ja, so weit sind wir, das, sind wir noch nicht, aber ja. Die Hedge haben sie schon gefunden. Wait, warte mal. Ich werde die Schaufel nicht reparieren, zu vergessen zu reparieren. Ich repariere sie nämlich jetzt sofort. Jetzt sofort werde ich sie reparieren.
Hier unten nämlich. Indem ich füttere. Es ist Fütterungszeit und Schlachtzeit, würde ich sagen. Sind schon wieder ein paar Schweine hier am Start. Was machst du mit dem Fleisch, Peter? Aktuell sammeln. Nice. Gib das mal dem Rahmen. Gut. Das mal Uschi Mafia-Serien empfehlen. Ja, Warum soll ich das dem Rahmen-Dude geben? Damit er levelt. Der levelt doch nur für einzelne Personen, oder nicht? Nee, wir können doch auch die Bücher bei Chris kaufen. Oder levelt der allgemein? Also siehst du ja, wenn du Level 0 hast bei dem... Also Schweinefleisch braucht der? Ja. Aber raw. Ja, kein Thema. Müsste ich nur einiges von haben. Check ich gleich mal. Da kriegst du Emeralds für, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ja, das ist gut. Stone. Bist du gerade am Füttern? Ja, ich füttere gerade meine Schweine. Ach so, deine Schweine. Okay, weil ich wollte gerade sagen, ich bin da gerade einmal nochmal, um die Lytra zu reparieren, durchgerobbt. Ich weiß nicht, ob die schon wieder ready sind. Ne, das weiß ich auch nicht. Ich habe ja mittlerweile auch ein paar eigene Tiere. Kacke! Ich hätte mir Dreck mitnehmen sollen. Ja, wir haben immerhin 62 Schweinefleisch, ein bisschen mehr sogar noch. Ist für Uschi-Uschia noch nicht genug, aber besser als ich bringe Uschi-Uschia jetzt mal ein bisschen was. Ein bisschen was wenigstens. Ja, freut er sich. Nee, Kasti ist ja versteckt. Oben sieht ja alles gut aus. Wir kommen bei Tennis. Hey, oben ist alles gut. Ja, falls dann mal die Peter kommt, ne? So, Uschi. 7. Ja, der ist ein bisschen gierig. Der nimmt. Alter! Okay, krass, sehr gut. Der hat mir jetzt 9 Edelsteine gegeben. Halleluja! Dankeschön. Ist aber noch nicht viel weiter. Dankeschön, Halleluja, für 10 Stufe 1 Subs. Aber der war vorher halt vom Level nicht am Anfang, ne? Sondern. Nee, der hatte schon gelevelt, ja. Dankeschön. Das scheint schon für alle zu sein, das hatte ich falsch im Kopf. Ja, nice. Berg. Dann kauf davon Hähnchen. Nee, die Edelsteine behalte ich mir für anderen Scheiß. Zum Beispiel für Mending. Die benutze ich jetzt nicht einfach nur, um den Typen da zu pushen. Dafür haben wir andere Methoden, zum Beispiel halt Schweinefleisch. Habe ich hier noch ungebratenes? Rohes Schweinefleisch. Ja, moin! Rohes Schweinefleisch. Da geht noch ein bisschen was. Da geht noch was. Schweini will's wissen. Aber nicht auf einmal alles. Also nicht mit Schiff rausholen. Why not? Das habe ich glaube, das war egal. Die Level sieht der nach, auch wenn er das Level up, meine ich, hat. Der ist einfach teuer. Also warte, ich muss ihn nochmal neu angucken. Nee. Kann er nicht mehr werden als Lehrling? Eigentlich schon. Kurz warten. Okay. Jetzt? Oh, er ist Geselle. Ja, er zieht doch auf jeden Fall nach. Was kann er jetzt Geiles, Neues? Das ist er jetzt... Ups. Gyosa? Du kannst dem jetzt auch 10 Rindfleisch geben, roh für einen Smaragd und 7 Hammelfleisch roh für einen Smaragd. Rindfleisch? Ja, guck mal. Dann haben wir ihn direkt auf Level 3000. Yes, sir. Da habe ich auch noch einiges von meinen. Hier läuft ein Schwein rum. Ich habe eine Doppelkiste voll mit Rindfleisch. Okay, dann mach du das. Stongs. Ja, du kannst das auch gerne machen, Peter. Ich hätte so eine harte Frage nochmal kurz zu den Korallen, ne? Mhm. Ja. Ach nee, Moment, die schwimmen da oben. Alles gut. Ich dachte schon, ich hätte die zerstört. Dankeschön. Dankeschön. Die schwimmen da oben? Ja, wenn die abhauen, dann gehen die nach oben. Das ist ja witzig. Ist ja spritzig. Meine. So.
Fischi, Fischi, Fischi. Okay, das will ich jetzt ausprobieren. Wäre geil, wenn er dich jetzt angerufen hätte. Hallo, Christian? Ja, ohne Witz, Fischi ist vorläufig bei uns im Stream und auf einmal ist er da. Also, der hat auch bei unserem Spendenstream nachher ganz am Ende noch rein donated auf 16.000 hier hochgeballert. Achso, auf 16.000. Ja, also er war einer der letzten, die dann schuld waren, dass es sogar 16.000 wurden. Mega nice. Ich warte immer noch darauf, dass Corona vorbei ist, damit ich mit dem Ballern gehen kann. Oh, Peter, du hast ihn zum Butcher gemacht? Oh. Hast du mich gehauen? Ich bin gerade hier dran. Du hast mir vier Herzen weggehauen. Die Abstandsschelle. Hä, hey, geht mehr als Experte? Alter, wahrscheinlich nicht, wa? Ich dachte, du hast gesagt, yo, Sepp, dann mach du das. Ja, nee, dann hast du doch gesagt, nee, mach du das ruhig. Das sind bei so einem Korallenriff keine Fische, was soll denn das? Aber mehr als Experte gilt, glaube ich, nicht. Ich kann auch nicht scrollen. Versuch du mal. Du musst kurz rausgehen und rausbleiben. Ich glaube, solange der noch diese XP-Bömmels um sich rum hat, levelt der gerade. Ah, jetzt konnte ich scrollen. Okay, Süßbären. Ja. Meister, wir sind aufs Maximum, Sepp. Oh nein, jetzt hab. Oh, ich wollte die ganze Scheiße endlich loswerden. Ja, kannst du doch trotzdem. Du kriegst doch das Markte dafür. Achso, kann er halt immer noch. Ja, aber der verlernt er doch nicht. Also bei mir steht da jetzt, das macht er nicht mehr. Serious? Ist da ein X auf dem Pfeil? Kein Bock mehr drauf. Ja gut, vielleicht müssen wir dann ein bisschen warten, bis er das wieder macht. Vielleicht ist er gerade quasi cool dann darauf. Ja, hat er sagt auch. Chat auch. Marielle sagt das. Marielle smart. Was ist denn Dried Kelp Block? Was ist das denn? Kelp Block? Kelp Block, ja. Ah, Seetang. Ah. Oder sowas. Getrockneter Seetang. Mal, wie kann das denn sein, dass im Korall... Okay, Rabbit Stew ist immer noch eins der effektivsten... Das habe ich Christian nicht verstanden. Zeit. Gibt keine Fische am Korallenriff, das macht mich ein bisschen traurig. Keine Kohlen oder allgemein keine? Gar keine, ist gar nichts. Die waren alle bei Peter da in seinem Teich da. Ich das richtig gesehen habe, da waren 5 Millionen Fische vorhin. Das waren aber nur die Standardfische und die waren im Fluss. Ich habe einen Fisch aus dem Korallending mitgenommen. Das is ist es. Schön, Kalli Kalle. 5 Euro Trinkgeld. Danke, Kalli Kalle. Peter hat es mehr überfischt. Ja, ich schalte gerne ab. Spiracy deckt auf. Ja. Das ist mir ja nicht überfischt. Ich hab da kaum was rausgefischt. Gar nicht, ist gelogen. Aber nicht viel halt. Einen Fisch habe ich halt mitgenommen. Ich wollte auch mal. Ja, einen. Ich wollte aber auch. Hatte ich nicht auch so einen Aufblasefisch dabei mal? Wo habe ich den denn hingetan? Aufblasefisch? Ja, hier Kugelfisch. Ah. Ich weiß gar nicht, wo ich den hingetan habe. Oder ob ich den verloren habe. Ach, zu den Schildkröten habe ich die getan. Stimmt, zu den Schildkröten habe ich vielleicht noch den einen oder anderen Fisch gepackt. Jetzt, wo er es sagt, Chat. Hier gibt es ja noch. Hier gibt es ja auch noch Korallen. Da. Ja, vielleicht habe ich 3 Fische mitgenommen. Also, kann ja immer noch keine Überfischung hier sein. Davon kann ja hier noch nicht die Rede sein. Danke, Scoopy, für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, Kefka, für die Verlängerung. Verzauber doch mal eine Schaufel. Hast du ja Level 30. Ja, chill doch mal deine Base. Wir haben doch Selbstschaufel. Ha! Wir haben doch Selbstschaufel. Funktioniert doch gut. Na, du Lusche da unten. Wie geht's, wie steht's? Hoho, bist du geflogen, mein Friend. Oh nein. Getrickst. Ja, dadurch, dass ich hier gerade am Abbauen bin, ist die Spawnrate natürlich hoch. Aber da Christian gerade unterwegs ist, gehe ich mal stark davon aus, dass du nicht schlafen gehen kannst, Christian, wa? Ich könnte aber ihn disconnecten.
Ja, okay, Moment. Ja, warte, dann gehe ich noch mal ganz kurz ins Bettchen. Sepp, können wir dann sofort mal schlafen gehen, denn das ist gerade ein bisschen nervig. Bettchen lässt Peter. Nee, das funktioniert leider nicht. Warum nicht? Oh, was war das denn jetzt? Ja, weil ich Fisch. Muss ja in mein Bettchen. Ach so. Okay. Warte, und das Bettchen ist nicht groß genug für uns beide. Tja. Dann musst du mal gucken, in welches Bettchen du gehst. Da war ein Fisch. Ich lieg schon im Bett und ich habe offensichtlich zwei Pfeile im Sack. Also ich lieg auch in deinem Bett, Peter. Hä? Achso, stimmt, hatte ich mehrere Betten. Okay, Christian, kannst du dann kurz disconnecten? Aber Fisch. Achso, ja, hol ja kurz noch den Fisch. Ja, ja, gut. Ein Fisch. Ja, so viel Zeit muss sein, ne? Also. Ich bin schon runter. Ja, ja, halt, kannst du wieder joinen. Geil. Und Peter hat direkt Feuerwerk in der Hose. Okay, wieso bist du immer noch da, du blöder Creeper? Im Schatten des großen Baumes hast du überlebt. Hey, was machst du denn jetzt? Rennst du jetzt weg oder was, du feige Sau? Boah, der ist geflogen. Lass mal Stress anfangen mit allen. Ach, das ist doch kacke. Jetzt muss ich den ganzen Berg hier nachbauen. Ich hab Kugelfisch. Kugelfisch? Alter, nice. Ich hab Kugelfisch. Okay, was? Ja, hier. Kugelfisch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, die Höhe wollen wir machen. Wieso Back to the Future? Peter, mach doch mal schneller. Hallo, ich bin hier gerade in höchster Effizienz am Arbeiten. Wir haben viel zu tun. Du hast nur so viel zu tun. Ey, ich muss hier so viel planieren. Das ist der Shit. Kannst du nicht einfach das wegteleportieren hier so zu mir rüber, weil ich muss total viel aufbauen. Das ist total dumm. Ich habe aber keine Efficiency-Hand, die irgendwie direkt so einen fetten Berg hin platziert. Das wäre nice. Ich muss jeden Block einzeln akribisch setzen. Ja, gut. Also du wärmst einfach rein, wie so ein Berserker. Ja, das stimmt. Man wird einfach rasiert. Ich kann nicht noch schneller. Ich gebe alles. Adi Freak. Dankeschön, Kakadu Freak. Oh, schöner Name für die Subverlängerung. Und Thoralf und Smith. Dankeschön, Adi Freak. Was ist mit den Freaks gerade los? Voll die Freaks unterwegs. Ja, ohne Witz. So, damit haben wir die erste Ebene planiert. Was ist jetzt hier der Plan? Komme gerade erst dazu. Okay, ich erkläre es nochmal. Wir bauen ein Tropenhaus. Und dafür mache ich quasi Vorbereitung. Erstmal planieren wir, um uns dann zu überlegen, wie wir es genau aussehen lassen. Aber das ist ja im Bauantrag alles festgelegt, wie das aussehen soll, Peter. Was? Ist ein Bauantrag alles festgelegt, wie das aussehen soll? Ja, ja, den habe ich aber noch nicht gestellt. Ja. Da muss ich mir dann erst Gedanken drüber machen. Erstmal wird hier erschlossen, Sebastian. Das Grundstück wird erschlossen. Okay, verstehe. Ja, wir bauen ein Tropenhaus fertig. Ja, Chat, ich habe euch ja schon mehr Informationen gegeben. Ne? Für die Leute, die später dazukommen, könnt ihr das ja für mich dann mal besser zusammenfassen. Könnte schon fast effizienter sein, einfach eine normale Schaufel zu benutzen. Die geht nämlich hier so schnell immer kaputt. Ja, ich habe natürlich auch viel zu buddeln, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also Peter, ich habe eine normale Schaufel und du möchtest nicht tauschen. Ich dachte, du musst nur aufbauen. Wieso hast denn du eine normale Schaufel? Ja, also ich habe auch eine normale Schaufel. Aber also die benutze ich jetzt nicht unfassbar viel. Aber ab und zu, also muss ich hier ein bisschen, so 10 Blöcke muss ich wegmachen. Das war schon übelst nervig. Schon zack wie zack. Da, guck mal, wie wir hier reinbämsen.
Ja, wir machen dann gleich eine Diashow für Chat. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut, bevor ihr hier alle komplett ausrastet. All die Snobs. Netherite-Schaufel wolltest du machen, oder? Nee. Davon habe ich alles an euch abgegeben. Ich habe keinen Netherite mehr. Glaube ich zumindest. Nee, ich glaube, eigentlich ob ich noch einen Barren habe. Ah, nee, Quatsch. Ich habe nur noch diese Parts. Eine Holzschaufel soll ich bauen. Auch eine gute Idee. Ja, die kannst du dann super selten reparieren. Hattest du nicht, lieber Peter, eine Sigtouch-Spitzhacke? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die nochmal verleihen will. Nee. Jetzt, also, meine Frage wäre, hast du damit auch schon Stein abgebaut? Und wenn ja, hast du das in der Kiste abgelegt? Ich brauche Stein. Und nee, die ganze Zeit nicht. Die Kacke zu brennen ist halt... Habe ich tatsächlich nicht. Okay. Aber ich habe... Also ein bisschen gebrannten Stein werde ich noch haben, aber nicht viel auf jeden Fall. Ja, okay. Weil ich habe die Silk Touch immer nur benutzt für ganz bestimmte Sachen, die ich für zum Bauen brauchte. Ja. War eine echt schöne Spitzhacke. Ich habe da sehr viele persönliche Erinnerungen auch dran. Peter, ich hab die fertig. Die kannst du wieder haben. Nee, ich hab, wie? Die gleiche? Ja, weiß ich nicht. Die hat Efficiency 4, Silk Touch und Unbreaking 3. Boah, Alter, das ist voll die gute Spitzhacke. Nee, ist gut. Ich habe mir ja selber eine neue gebaut. Nein, Schmutz will er jetzt nicht mehr. Muss noch Mending draufpacken. Was schickt Jay da schon wieder so ein Trash? Nächste Woche sollten wir das einplanen. Das sieht nice aus. Oh, das wurde mir gestern auch vorgeschlagen. Intensiver PV. Chat, wir machen ein Spiel. Chat, von welchem Spiel rede ich? Bezwinge rivalisierende Gangs bei intensiven PvPvE Mehrspieler Raubüberfällen in einer gewaltsamen mittelalterlichen Welt. Ob das man ist schon heimlich erraten worden, Peter. Direkt. What the fuck? Okay, da war jemand smart. Okay. Ach, das habe ich auch schon ein paar Mal, das habe ich schon ignoriert. Es ging hier gerade um Hood. Hood. Outlaws und Legends. Und ihr seid voll gut. Okay, Chat. Na, das machen wir jetzt nochmal. Moment. Peter fühlt sich jetzt gechallenged. Was bedeutet denn eigentlich PvP, PvE, Mehrspieler, Raubüberfällen? Ist das dann so wie For Honor? Ja, oder so wie was ist denn dieses grandiose Spiel von Ubisoft? Division. Ubisoft. Ja, aber Division ist ja quasi ein MMO. For Honor ist ja instanziertes Leveln. Achso, war das nicht auf die Hand oder Mordhau? Ja. Ah. Ja. Okay, Chat. Ein brutales 1 bis 10 Spieler Multiplayer Erkundungs- und Survival-Spiel. Chivalry 2, ja, Chivalry 2 wird am Anfang auf jeden Fall wieder gespielt. Robo-Simulator. Ich glaube, ich hab's. Valheim, da, der Bröckelhusten war der Erste, der, glaube ich, Valheim geschrieben hat. Falls ich was anderes übersehen habe, tut's mir sehr leid. Not bad. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, tatsächlich. Okay, pass auf. Nächste. Auf Englisch jetzt. The only aim in is to survive. Overcome struggles such as hunger, thirst and cold. Build a fire. Build a shelter. Oh, Rust. Boah, Kazels. Alter. Was? Der schnellste. Holy shit. Okay, not bad. Okay, ich muss mal ein bisschen crazier werden, glaube ich. Das sind eindeutig zu bekannte Spiele, die ich hier abfrage. Das geht ja hier so nicht. Das ist eindeutig zu gut. Und
Auf dem Handy ist Steam aber auch ja wohl der absolut größte Trash. You are right, sir. Ja, das ist so obvious. Okay, ich muss mal kurz minimieren hier. Oh, Moment, das ist hier. Ich muss ja mal irgendwas finden, wo ihr ein bisschen länger für braucht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich dachte, wir schauen Minecraft und die Spiele raten. Ja, aber ich fühle mich gerade gechallenged. Steam startet gerade im Hintergrund. Sind wir hier kurz von so einem mehrstündigen Stream mal kurz ein bisschen so eine kleine Spielerei? Was ist passiert? Ich war extra Korallen holen, richtig? Ja. Ich hab die platziert, dachte mir, die müssen doch woanders sein. Hab die natürlich nicht mit Silk Touch abgebaut. Sind kaputt gegangen. Peter J. hat ein Video für dich gefunden für morgen. Oh mein Gott, Alter. Das ist nice. Oh Mann. Ich habe ein Video für mich gefunden, für morgen. Nee, also im Game. Für morgen? Wieso denn für morgen? Ja, also für nächste Woche. Während wir Hood spielen, kannst du das spielen, das andere. Das kannst du ja vorlesen. Vielleicht erkennt der Chat das. Alter, das sieht ja mega nice aus. Um Gottes Willen. Haha, ist ein First-Person-Action-Spiel, bei dem es um Spinnenjagd mit möglichst viel Kollateralschaden geht. Das findet keiner Trash. Pac-Man. Da hab ich. Da ist es. Kill it with fire. Yo. Boah. Alter. Könnt ihr einfach das in die Suche eingeben, ja, was ich diktiere? Du kannst einfach. Das ist ja fucking smart. Alter. Das ist ja komplett belastend. Das ist ja rigged. Uh-oh. Ja, nee, dann suckt. Alter, ist das schon wieder dunkel. Alter, bin ich einmal minimiert. Okay, wir machen uns jetzt, Chat, wir machen uns jetzt eine geile Spitzhacke. Schaufel. Das stimmt, Peter, da könnten wir eine Spielshow draus machen. Ja, bin ich auch dafür. Lies den Text vor, wir müssen raten, welches Spiel das ist. Alter, hab ich viel Gras. Sepp, kann ich dir Gras vorbeibringen? Ja, safe. Ja, was überall ist, Peter, ne? Kannst du doch gerne landschaftsbauermäßig hier um meinen Brunnen rumplatzieren. Nee, nee, so, das kostet mir dann so wieder zu viel Zeit. Wow. Oh, das war gefährlich. Chris, wie schaut aus mit deinem OnlyFans? Ach so, ja, ich muss dir immer noch ein neues Bild schicken von mir mit meinem Ausweis in der Hand. Das war denen zu schlecht von der Qualität her. Alter, ich hab das vorgestern endlich geschafft, nach dem dritten Freigabeversuch. Als wenn du das auch gemacht hast. Ja, ich hab beim Spendenstream habe ich gesagt, Leute, wenn wir 15.000 schaffen, dann mache ich einen. Und irgend so ein paar Dullis haben am Ende nochmal richtig Gas gegeben, weil wir eigentlich so 12.000 angepeilt haben und haben dann 15 voll gemacht und dann musste ich mir noch einen erstellen. Und das war nervenaufreibend. Account erstellen ist doch was anderes, als ja, nee, musst da jetzt mit dem Ausweis deine Zahlungsinformationen genau unterlegen. Ja, aber genau das. Also ein Follower-Account. Das war übelst nervig. Musstest du auch jemanden followen? Alter, ich habe zu viele Steine. Musst du nicht. Nee. Ja, aber ich dachte, vielleicht muss Sepp das ja machen, so als. Nee, ich muss den jetzt einfach nur eine Woche lang aktiv betreiben. Also ich muss morgen nochmal gucken, dass ich da was hochlade. Gestern noch was hochgeladen. Da kommen exklusive Sammy-Bilder. Nice. Okay, Chat. Wir machen uns eine Schaufel. Guck mal, ich habe sogar eine verzauberte Schaufel. Die hat Effizienz 2. Was ist das denn für eine absolute Muschschaufel? Wir machen uns eine geilere. Ist eigentlich die Mucke aus? Wer hat das denn erlaubt? Mucke aus! So nicht. So, Diamantschaufel. Gucken wir doch mal, was unser Verzauberungstable uns dafür gibt. Ah ne, dafür brauche ich ja immer das Gleiche.
Dann mach direkt auch eine verzauberte Axt. Ich habe nur 31 Level. Chill mal deine Base. Axt, ich habe doch... Ach so, für Bäume, hä? Die Art von Axt. Ah. Wir chillen. Oh, Effizienz 4 ist schon mal gut. So, jetzt bräuchten wir da natürlich noch Mending drauf. Und am besten auch Haltbarkeit, ehrlich gesagt. Haltbarkeit ist so ein kleines Problem, denn Haltbarkeit habe ich nicht viele verzauberte Bücher für. Dülle, 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 dülle. Ich habe einmal Haltbarkeit 1. Weiter. Effizienz 5. Oh, stimmt, das könnte ich auch machen. Das wird richtig irre. Ja, Haltbarkeit wäre natürlich auch geil, da muss ich nicht so häufig so eine Scheiße machen. Also aka wieder aufleveln. Aber habe ich halt einfach nicht. It is wie es. Und wir gucken mal ganz kurz, ob wir noch Bücher für Haltbarkeit bekommen. Effizienz 5 ist unnötig, Schnelligkeit 4 reicht. Hätte ich halt auch gesagt, bei einer fucking Schaufel. Scheiß auf Effizienz 5. Jetzt mal for real. Real talk. Also die Effizienz, was hab ich? 4 oder 5 bei mir drauf? 4. Ja, okay, reicht. Alles andere kriegst du eh nicht, also kommst du eh nicht mit klar. Das ist schon so crazy. Ja, eben, das ist ja absoluter Quatsch. Was kriegen wir denn hier auf Bücher? Durchschuss, Harpune und Schutz. Ach komm. Wieso ist mein Aquarium plötzlich undicht? Oh nein. Machen wir erst Mending. Okay, bei Christian konnte man sich Mending kaufen, ne? True. Hey, Mama, was haben wir dabei gedacht? Ich habe halt, also bei Sepp, bei dir auf der Schaufel ist halt auch Haltbarkeit drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein ja, Gott. Ja, sonst wäre die in Eisen wahrscheinlich, du haust einmal und dann ist sie tot. Wieso sind hier Creeper? Alter, mein größter Angst. Da kommt das ganze Wasser da raus plötzlich. Was soll das denn? Oh, was ist denn hier passiert? Ja, weiß ich auch nicht. Also plötzlich, das ganze Wasser will nicht mehr. Ich kann das auch nicht mehr abbauen. Was? Das geht nicht weg. Ja, Milch probiere ich. Jo, stimmt, läuft trotzdem. Da muss ein bisschen mehr Wasser quasi. Was mit mehr Wasser? Ja, du kannst auch einfach zubauen und wieder abbauen, ne? Also, das ist vielleicht ein bisschen schneller als. Oder, ne, wo kommt das her? Ach, das ist hier drin. Auch. Aber ich check das nicht, das hat doch die ganze Zeit geklappt. Jetzt nicht mehr. Auf der einen Seite geht's ja auch. Ja, genau. Was heißt denn, die Scheiben sind wasserlockt? Hier kommt das irgendwie raus. Hier durch die Scheibe geht das irgendwie. Da ist Wasser in der Scheibe. Ja, das... ja. Aber... Wieso nicht durch die andere? Ich verstehe das nicht. Wie eine Koralle nicht? Mit dem Eimer leer Rechtsklick auf die Scheibe. Hast du einen leeren Eimer gerade dabei? Ja, noch nicht ganz. Oder Scheibe einmal abbauen und neu bauen. Da? Auf die welche Scheibe? Hier die auf die, wo es durchgeht. Eine von den Vieren. Ist gesagt, die vorderste. Okay, hat gar nichts gebracht. Ist instant wieder neu gekommen. Das ist so unendliches Wasser hier auch noch. Also, wä? Ich glaube, ich baue das alles wieder zu. Wä? Alter, wie hier die Sachen von der Decke hängen. Ui, ui.
Ja, eigentlich hätte ich gedacht, will die Chain ein bisschen kürzer. Was ist jetzt denn los? Weiß ich nicht, was da passiert. Peter? Ich wollte nur mal Peter so ein bisschen. Ich hab meine Maus gedreht, glaube ich. Ja, ich wollte meine Maus drehen, genau. Was? Ja, weil ich da halt an der schönen Stelle war, wo über mich drum Lichter waren. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Aha. Oh no, no, no. Was? Vor deinem Haus ist ein Creeper gespawnt und ich weiß nicht ganz wieso. Aber ich habe ihn getötet. Sehr gut. Rescue Pete. Der größte Held in deiner Welt. Hattet ihr eine Action-Man-Figur? Nein. Da gab es ständig Werbung auf Super RDL für den. Für den Typen, aber ich kannte niemanden, der das hat, aber das kam immer. Ja, ich hatte keinen. X-Men, der größte Held in der Welt. Kam immer von den Chipmunks und so. Ich weiß überhaupt nicht, wer Action-Man war. Ich auch nicht. War der nicht so wie der Winter Soldier so ein bisschen? Also. Winter Soldier ist Marvel jetzt gerade, oder? Ja, ja, aber so ein übergelaufener. War das nicht so ein übergelaufener? Der Hannes hat gerade 10 Stufe 1 Satz verschenkt. Vielen lieben Dank. Wow. Sepp, ich bring dir gleich deine Schaufel zurück. Nice. Weil ich werde mir gleich auf meine Schaufel noch Haltbarkeit 3 machen. Und dann sind wir besser ausgestattet für die Planierung. Mhm. Dankeschön, der Hannes. Dafür muss ich aber Level 30 werden. Dafür. Okay, neue Information. Werden. Ohne Wasser sterben Korallen ab. Oh. Nein. Das ist ja. Death Bubble also, Coral. Hast du noch welche? Fan. Ja, ich hab noch 2, aber. Okay. Wasser weg, Koralle tot. Das ist wirklich ein bisschen uff. Hallo Kühe, was geht ab? Ihr braucht noch einen Beacon, damit hast du noch Haste 2 und dann geht's wirklich rund. Wait, über einen Beacon? Über einen Beacon kann man sich schneller machen? Ich dachte, der geht halt einfach nur in die Luft. Der kann einen auch Statuseffekte geben. Dankeschön, Level 21. Das ist ja witzig. Sparrow, Spearow. Was für eine Range hat der denn? What? Er ist überall Schnee am Rasen. Er ist gerade Fußball. Ja. Okay, Chat, wie komme ich an so einen Beacon? Ach, gehagelt, natürlich. You had my curiosity, now you have my attention. Wither töten. You lost my attention instantly. Ich hab wieder. Ich bin gerade in Norwich, ist mega kalt hier. Game Mode 1. Nee. Geht das aber theoretisch mit Cheats? Mit Cheats kann man sich ein Beacon wahrscheinlich cheaten, hätte ich jetzt gesagt, ja. Ja, aber normal, wenn du eine Welt erstellst, musst du ja Cheats überhaupt erlauben. Ach so, ja, auf dem Server ist, glaube ich. Ist das schon drin? Wir haben ja, also ich kann mich schon OP setzen. Falls mal irgendwas ist. Minimale Massenproduktion. Dann habt ihr die letzten Streams bei Sepp wohl noch nicht verfolgt. Was? Frechheit. Ich glaube, wir gehen da mal Hühner füttern. Bei mir? Brauchst du Level? Ja, ich brauche Level 30, ich bin Level 27, weil ich mit Level 30 in Buchhaltbarkeit 3 bringen kann. You know? I see. Und dann habe ich the perfect Schaufel for the job. Oh mein Gott, Alter, oh Gott! Den Kugelfisch aus dem Eimer gelassen, nämlich direkt vergiftet. Der ist aber garstig.
Hä, hey, der lebt an, also an Land lebt er weiter? Nee, das ist bei mir im Aquarium drin. Au. Das sieht doch ganz gut aus sogar. Voll geil, und wenn du näher an den Rand kommst, wird der dick. Das ist ja nice. Dick und gefährlich. Das ist ja echt geil. Guck mal, Level 30 schaffen wir doch noch hier, Chat. Okay, das hat sich gelohnt. Oh, hier ist aber wieder voll. Stress mit dir, Wasser. Ja, ja, flupp! Flupp! Aua! Oh Gott. Nicht, dass er dich jetzt tötet. Nein, so viel Schaden. Nein! Ja, okay, gut. Also bis das durchgetickt ist, habe ich ein Herz verloren. Ich hab dir doch, sei mal ein bisschen dankbar, du Arsch. Ich hab dir eine super Umgebung da geschaffen. Flupp. Hoffentlich killt er nicht Erkan, Stefan und Katja 2. Oh, das wäre bitter. Ah, das werde ich schon merken, wenn die dagegen laufen. Ja, denn durch Schmerz. Glücklich. Ja. Da kriegt dann der Golem mit, der fängt an zu randalieren. Buch, Lapis Lazuli, Haltbarkeit 3. Ja, moin. So, Diamantschaufel, Haltbarkeit 3. Ja, moin. So, jetzt bringen wir Lapis Lazuli, Alter. Lapis Lazuli weg, machen die Füchse glücklich und dann können wir jetzt hier mal durcharbeiten, ohne die ganze Zeit unterbrochen zu werden, weil uns irgendein Ding kaputt geht. Soll das irgendwie Kritik an meiner Schatte sein? Nein, in keinster Weise. Ich bin sehr dankbar, dass ich die benutzen durfte. Habe ich die eigentlich noch? Ja, habe ich. Ich wollte die dir doch vorbeibringen. Ja, okay, du wolltest mal als Erstes vorbeibringen, aber... Habe ich auch gemacht, habe ich in einer der Truhen gepackt. Achso. Die vor deinem Haus stehen, habe ich Dreck reingepackt. Ja. Genau, da packe ich jetzt auch eine Schaufel rein. Gib mir die doch! Ich weiß nicht, wo du bist! Finden. Direkt neben meinem Tor! Achso. Ich bin hinter deinem Tor. Okay, ich sehe deinen Namen. Okay, ich sehe ihn jetzt auch. Ach, hier bist du. Ja, moin. Ja, schön, moin. Danke dir. Dankeschön. Hat guck mal, genauso gucken. Kaputt wie am Anfang. Nice. Ja, ja, genau. Ich bin genauso voll getankt, wie sie war. So wie beim Leihwagen. Ja. Ja, wobei. Ja, doch, da kriegst du voll, du musst auch wieder voll abgeben, wa? Ja, ja. Aua. Boah, Alter, voll in die Lücke. Füchschen! Wo sind sie? Ist einer. Zwei. Schläft er? Das ist doch kacke. Der schläft. Wo sind die anderen? Der schläft auch. Das ist ziemlich kacke. Das ist richtig niedlich. Ich werde mal eben das stille Örtchen aufsuchen. Ich wünsche viel Erfolg. Es gibt 11 Meter. Oh, da bleibe ich ja doch noch mal kurz sitzen. Wieso sind hier nur 2 Füchse? Oder sind da mehrere in der Ecke? Sieht aus, als wäre es mehr als ein Fuchs, ja? Zumindest 2, würde ich sagen. Ja, komm. Hühnermarsch. Schlafen ist vorbei. Ach, das war Schulter, das gibt ja gar nichts. Bis gleich. Scenes. Hier gab es jetzt einen Elfmeter oder nicht? Nee, der Schiedsrichter guckt sich das jetzt an, aber du hast in der Wiederholung schon gesehen, er hat den Ball auf die Schulter bekommen. Also das kann niemals ein Elfmeter sein. Wäre Elfmeter wegen Handspiel gewesen. Ja, ja. Ja, Handspiel ist immer eine schwierige Sache. Das stimmt, aber der hat ihn wirklich auf die Schulter bekommen. Guck mal, der hat einmal kurz da drauf geguckt, läuft direkt wieder zurück und sagt nope. Oder? Ja, ja, sagt nope.
So, let's go. Jetzt wird planiert. Bay. Das läuft doch. Oh, kann man doch mal hier durchgehen. Also da hätte mir Effizienz 5 halt auch so gar nichts gebracht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist halt wirklich Schaufel-Go. Die geht halt ab. Achso. Und ich bin Meme-Lord. Schaufel-Go. Kann jetzt schon wieder Nacht sein. Absolute Freiheit. Können wir schlafen legen? Give me just a few seconds. Okay. Achso, ich kann mich auch eben ausloggen. So. Ja, scheiße. Ne, Christian hat sich auch ausgeloggt, ne? Ja. Um auf Toilette zu gehen. Ja, perfekt. Jawohl. Ja, wir haben keinen Beacon, Chat, ne? Sir Blechbechtler, das ist ein nett gemeinter Tipp mit Sicherheit, aber wir haben keinen Beacon, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wir haben Angst vor dem Wither, weil ich habe keinen Bock, den zu cheesen. Das mache ich nur bei Dark Souls Bossen, da habe ich kein schlechtes Gewissen. Ja. Das, wenn wir hier irgendwann mal den Wither spawnen, ne, dann will ich, dass das ein fettes Event wird. Wow, ich bin runtergefallen, nice. Gesundheit? Gesundheit? Willst du erste Hilfe leisten? Nee, ich muss keine erste Hilfe leisten. Okay. Wieso legst du dich nicht einfach ins Bett in deinem Inventar? Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort darauf ist... Danke, Amazing Arman, für den neuen Prime-Sub. Herzlichen Dank. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, dir gefällt es hier. Neuer Sub, immer gern gesehen. Aber genauso wie eine Verlängerung wie Shardix zum Beispiel. Oder wenn Subs verschenkt werden, wie von Level 21 Sparrow zum Beispiel. Dankeschön euch. Wenn ihr den im End bekämpft, macht ihr eure Welt nicht so kaputt. Ja, das ist auch eine gute Idee grundsätzlich. Da habe ich ein bisschen Angst vor den Enemännern. 1-0, sagt der Chat. Sebastian, klär mich mal auf. Was ist gerade überhaupt hier fußballtechnisch gerade am Start? Also es spielt gerade Man City gegen warte. Achso, du weißt es selber nicht. Ja, okay, sag das doch einfach. Dann frage ich einfach den Chat. City PSG. Paris. Also Paris. PSG. PSG ist Paris, nehme ich mal an. Paris Saint-Germain. Also das ist eigentlich ein richtig geiles Game. Ich bin mir nicht mal sicher, ob du das jetzt gerade ernsthaft, also spaßeshalber falsch ausgesprochen hast oder ob die wirklich so heißen. Die heißen Paris Saint-Germain. Das klingt irgendwie bescheuert. Saint-Germain. Ja, hat das, glaube ich, geschrieben. Fromage-Baguette. Ne, ist aber gut. Alles klar. Und für wen ist man so? Ist ein Verein davon unsympathisch? Also ich bin eher so der City-Fan. Also gegen Paris bin ich sowieso immer. Aber City ist eigentlich ganz nice. Die haben De Bruyne. Ja, nice. De Bruyne ist Belgier, oder? Ja. Alter, ich bin so eine meiner Lieblingskarte bei FIFA. Beide von reichen Investoren. Ja, aber City ist wenigstens ein etablierter reicher Investor. Also der Verein ist schon lange pumped. Weißt irgendwann du? Wird Red Bull Leipzig halt auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sein. Das ist halt einfach Zeit. Zeit halt alle Wunden. 20 Jahren oder so. Ja.
Beide unsympathisch, aber im Zweifel City. Ja, also sehe ich auch so. Also ich, ich habe durch FIFA und Ultimate Team eher so ein bisschen City-Vibes, weil die coole Spieler hatten immer. So Aguero war früher mega nice, De Bruyne ist mega nice. Wait, die heißen gar nicht Red Bull Leipzig? City hat coolere Spieler. Ja, zur Zeit, wo ich auch noch FIFA gespielt habe. Jetzt aktuell ist ja so ein bisschen die Luft raus. Die heißen Rasenballsport Leipzig. Loh. Ich dachte, die heißen Red Bull Leipzig. What the fuck? Nee. Okay. Oh, hey, immer gerne. Ich lerne immer was. Immer gerne. Immer gerne lernen, immer was? Finde ich nice. Ja, ja. Lernen ist eine gute Sache. Das stimmt. Sponsoren dürfen nicht im Titel stehen. Aha. Was ist denn bei Bayer Leverkusen? Kann sein, dass das von Liga zu... Ah nee, warte mal. Von Liga zu Liga wird ja auch keinen Unterschied machen. Ist ja auch deutsche Liga. Hast recht, Peter. Fucking smart, Peter. Bayer Leverkusen war ein Betriebsteam, das scheint dann was anderes zu sein, weil Werksverein. Erstmal möchte ich, Chat, euch erstmal direkt darauf hinweisen, dass ich hier mal instant die Lücke im System gefunden habe. Und zwar, weil mein Vater früher bei Bayer gearbeitet hat. Ja. Und dann ergibt die Erklärung auch Sinn, die ihr mir gebt. Eieiei. Nein, der war nicht im Werksteam. Der war als Schreinermeister beschäftigt bei Bayer. In Uerdingen. Er war auch nie Bayer Leverkusen-Fan. Aber der Uerdingen-Fan war. Ja, damals waren die, glaube ich, noch ein bisschen erfolgreicher als heutzutage. Also Uerdingen. Wie geil Glück hast du denn bitte? Sorry. Mega nice. Ja, war gerade. Klang voll cool. Wenn ich streame, vergesse ich manchmal zu trinken. Vor allen Dingen bei den Minecraft-Spielen allgemein vergesse ich das schon mal, außer ich hole mir Bier, dann vergesse ich das irgendwie nicht. Kann ich mal verstehen. Weil du hast halt die ganze Zeit die Hände an der Tastatur und Maus und musst halt immer irgendwas drücken. Wird halt nicht langweilig. Und dann bin ich jetzt gerade ein bisschen durstig gewesen beim Wasser. Und das kommt dann halt auch davon. Stehe ich. Falls Leute dazu kommen und sich fragen, was zum Teufel baut der Peter da? Ein Tropenhaus mit ich sag jetzt mal nach der Idee des Leipziger Zoos. Da, die haben nämlich aus meiner Perspektive ein sehr cooles Tropenhaus. Kein Thema. Mit oder ohne Glas? Ne, wahrscheinlich dann schon eher mit Glas, ehrlich gesagt. Wobei wir die Glaskuppel als vorletztes drauf machen. Wir designen sozusagen das komplette Tropenhaus, gucken dann, dass wir eine Glaskuppel drüber machen wahrscheinlich und dann packen wir die Tiere rein. Das ist der Gedankengang. Das wird aber ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil wir sind heute um 19 Uhr gestartet und ich bin noch beim Planieren des Ortes, wo das Tropenhaus hin soll. Als Tiere gedacht sind Ozelotte, Papageien und Pandas. Keine Eisbären. Eisbären sind mir zu stressig. Könnte ich überhaupt, Chat, jetzt mal gedacht, könnte ich hier überhaupt eine Eiswelt simulieren, wenn ich hier Eis auf den Boden packe? Das funktioniert doch gar nicht, oder? Dankeschön, Gisari, für 5 Stufe 1 Subs.
Packed Eis geht. Gepackeis, das schmilzt nicht. Wenn es überdacht ist, oder was? Also muss überdacht sein? Muss ich mit Silk abmachen? Ocelot geht nicht wegen Sam. Ja, irgendwie kriege ich die hier schon rein. Im Zweifel halt auch wieder mit einer fucking Leine. Wie viel musst du noch eben machen? Nicht mehr so viel tatsächlich. Ich gehe wahrscheinlich halt hier wieder auf die Höhe, wo quasi mein ganzer Zoo auf der Höhe ist. Und dann wird sich das hier halt so aufbauen. Wie tief willst du graben? Ja, genau die Höhe halt ungefähr. Und dann fangen wir an, das quasi zu überlegen, wo geht der Fluss? Wo machen wir es wieder höher? Wo machen wir es niedriger im Zweifel? Aber erstmal quasi, so wie bei Sims, auf einer ebenen Fläche anfangen und dann der Plan beginnen. Marius aus E hat gerade 69 Euro Trinkgeld da gelassen. 69 Neues. Und ganz schön viel Geld. Dankeschön. Ein kleines Dankeschön für 10 Jahre super Unterhaltung. Macht weiter so, ihr seid toll. Du bist toll, Marius aus E. Und ganz herzlichen Dank dir. Tropische Quallen auch im Tropenhaus, Tintenfischteich. Nein! Quallen sind dort nicht gern gesehen. Die werden entfernt bei Sichtung. Mach einen Wasserfall rein. Ich will halt, dass man mit dem Boot den Fluss entlang fahren kann, aber vielleicht kann man ja trotzdem einen Wasserfall reinmachen. Keine Tintenfische. Ich werde ein Schild an die Wand machen. Tintenfische? Nein, nein. Wird auf diesem Schild stehen. Damit die dummen Tintenfische verstehen, was gemeint ist. Nein, Sepp kommt auch nicht ins Tropenhaus. Also höchstens als Besucher. So ein kleiner 3 bis 6 Block hoher Wasserfall. Ja, das kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, ehrlich gesagt. Das könnte schon funktionieren. Aber erstmal muss ich wieder schlafen. Sebastian? Ich bin eh noch nicht drauf. Ah, dann heißt ich gerade alleine auf dem Server. Ja. Dann schlafen wir doch mal ganz in Ruhe. Du bist gerade fleißig. Ja, ja. Ist ja easy snack. Was sind das auf Toilette? Ocelots töten Schildkröten. Ja, die kommen ja auch nicht in mein Schildkrötengehege. Warum töten Ocelots Schildkröten? Komm, Oktopus in. Alter. Chat, wir hatten mal einen Stream, aber ich habe vergessen. Ich habe euch irgendwelche Warnungen gegeben. Ich habe aber vergessen, wie ich das genannt habe. Tadel? Was? Wie habe ich denn das nochmal genannt? Danke. Shitty Chat, ja genau. Shitty, oh ja, Shitty stimmt. Chat. Ich erinnere mich. Shitty Chat. Oh Mann. Chat, was machen wir denn beim 25-Stunden-Stream, ja? Am Freitag ist 25-Stunden-Stream. Von 3 Uhr bis 8 Uhr morgens habe ich meinen Dienst, in Anführungszeichen. Ah ja, stimmt, ich wollte hier Sachen sortieren. Ja, okay, aber das dauert ja wahrscheinlich keine 5 Stunden. Aber weil, falls meine Freundin das jetzt nicht eh schon die Woche macht, mache ich das übrigens wirklich. Am Samstagmorgen um 3 Uhr werde ich fucking Sachen in der Küche sortieren und da können wir Gift rausnehmen. So, Frühstücksteam ist keine Option. Das habe ich meiner Freundin schon versprochen, dass ich mit ihr zusammen frühstücken werde. Koststream um 3 Uhr morgens, das ergibt irgendwie nicht so viel Sinn. Alter, Dark Souls ist eine gute Idee. Schön morgens so. Nachts um 3 Uhr. Nach dem Küche sortieren, erstmal Dark Souls spielen. ACC, boah. ACC habe ich aktuell nicht den Nerv für, fürchte ich. Aber ist doch schön, wenn Jay das macht. Returnal habe ich immer noch nicht reingeguckt, tatsächlich. Hab ich jetzt mal kurz reingeguckt, also es ist nice. Sieht sehr vielversprechend. Also ich war
deutlich gehaltener. Das sieht sehr vielversprechend aus, ja. Also du meinst, du warst jetzt nicht so mega hyped, oder was? Ja, so im Vorfeld war ich so, ja, so ein Horror. Vorfeld fand ich auch kacke, das ist kein Horror. Okay. Ja, aber da, also dachte ich immer, das wirkte so von den Trailern und so, wirkte das halt immer so, aber es, okay. Also es ist halt schon ein bisschen düster, so. Ja, Dankeschön, Click X für 17 Euro. Aber ist halt voll okay. Returnal ist kein entspanntes Spiel, oder? Das ist mehr so ein stressiges Spiel, sag ich jetzt mal. Ja, ist halt roguelike, ja. Ja gut, gibt auch wenig. Also die Videos, die ich von Returnal immer gesehen habe, waren vergleichsweise hastig. Ja. Naja, es ist beides. Entweder hast du halt so ruhige Atmosphären-Parts, Räume, oder du hast Räume mit Gegnern, die gehen ab. Okay. Also, wo bist du denn gerade bei Dark Souls? Durch. Dark Souls 1 habe ich nochmal durchgespielt mit allen optionalen Bossen. Auch die DLCs? Ja, ne? Dark Souls 1 hatte nur das eine DLC und das habe ich auch durchgespielt, ja. Mit Artorias. Geile Storyline ist das. Ich habe diesmal nicht alle NPC-Storylines leider hinbekommen. War aber wieder sehr, sehr cool. Ich habe noch nie Dark Souls 1 mit einem Quality-Build durchgespielt. Das heißt, sowohl Stärke als auch Geschicklichkeit gelevelt. Und dann mit dem Claymore, was ja immer schon als eine der absolut Lieblingswaffen unter Dark Souls-Fans gilt, das habe ich aber nie zu schätzen gewusst, so wirklich, weil ich halt häufig so Geschicklichkeitsbilder oder so einen Scheiß gemacht habe. Aber Claymore ist schon nice gewesen. Pokémon Snap, da kommt jetzt vielleicht im nächsten Video. Wait, CSGO hat neue Maps, auch für den Ranked-Modus? Das wäre nice. Oh, streamen wir das? Oh mein Gott, ich werde sterben! Ich werde nicht sterben. Was? Was ist los, Peter? Holy shit! Bist du von der Welt gefallen? Holy moly, hab ich mich erschrocken. Holy shit! Oh mein Gott, da habe ich nicht schnell genug geschaltet. Ich hätte hier einfach hochfliegen können. Ja, da war so ein Loch im Boden. Ja, gut. Bist du gerade im Nether? Nee. Aber welches Loch sollte dich denn killen? Oh mein Gott. Hier war halt so eins, das ich vielleicht mal irgendwann gebaut habe, wo ich einfach nach unten gebuddelt habe, um nach Sachen zu suchen. Wo war denn das jetzt? Wo bin ich denn jetzt hier gerade verreckt? Nicht verreckt. Alter, war das knapp. Holy shit. Was habe ich denn jetzt hier für ein Crap gemacht? Boah, Alter. Da bin ich froh, dass ich die Netherite-Rüstung anhatte. Alter, obwohl ich nur 3 Netherite-Teile anhab, habe ich den Fall überlebt. Alter Vater. Der tiefste Fall ever. Ever. Nice Schuhe hast du. Ja, ist halt echt so, ne? Federfall 4. Das hat mir den Arsch gerettet. Nein. Aber so richtig hart. Dankeschön, DevTuner und allen, die gesubbt haben und so gebitzt dagelassen haben. Dankeschön. Wieso bist du dumm, Sebastian? Ach, ich habe ein Feld meinen Brunnen nicht breit genug gebaut. Und das heißt, du musst jetzt alles ändern? Ja. Und das ist ja dieser Scheißstein und wenn du den jetzt abbaust, dann sind das ja wieder Kacksteine. Hast du selber gar keine Silk Touch Spitzhacke? Nein. Möchtest du meine leihen? Gerne. Und jetzt habe ich die falsche Seite abgebaut. Ach, es ist einfach.
Hab nicht so gut geschlafen. Ach. Warum? Ich bringe sie dir vorbei. Für den Papa. Nein, ich bringe ihm keine aus Holz. Herzlos. Herzlos. So. Alles ein Übermachen. Sebastian, hinter dir liegt sie auf dem Boden. Oh, danke schön. Kann ich damit bitte wirf sie nicht weg. Damit wenigstens gleich farmen gehen. Das Brennen dauert so fucking ewig. Das ist echt nervig. Papageien tanzen zu Schallplattenmusik? Nicht wirklich, oder? Ozelotte können despawnen? Aber nicht, wenn ich die anleine, oder? Dann müssen die halt die ganze Zeit angeleint sein. Dann werden die schon mit klarkommen. Papageien tanzen ist natürlich geil. Ah ja, Nametags, stimmt. Das hatte letztens noch jemand gesagt, stimmt. Wir müssen einfach Nametags benutzen. Was für Papageien? Für was? Bei den Ozelots wahrscheinlich. Bei den Ozelots, ja. Nein. Christian, hast du gerade 3 Euro Trinkgeld da gelassen? Oder war das jemand, der deinen Namen geklaut hat? Ich habe keine 3 Euro Trinkgeld da gelassen, nein. Okay, gut. Ich finde das ehrenhaft. Na, dann ist gut. Dann ist alles easy. Das wäre ja voll smart, wenn ich mir selber 3 Euro gebe, aber da eine. Also, was zwischenschalte, was mir wieder. Genau, eine Gebühr zwischenschalte. Ja, nee, das ergibt tatsächlich so gar keinen Sinn. Ja, genau, Clayton, du hast das zum Beispiel geschrieben. Ich vergesse solche Sachen manchmal, aber ich kann ja auf euch zählen, wenn ich dann erneut frage. Geldwäsche, ja, aber funktioniert ja auch nicht, weil da müsste ich ja Bargeld, also. Und vor allem muss ja auch irgendwie so gefühlt einen Gewinn machen, oder nicht? Und nicht Verlust? Nee, bei Geldwäsche machst du immer Verlust. Bei Geldwäsche willst du ja einfach nur, dass, genau, du rechnest ja eine bestimmte Prozentzahl auf jeden Fall. Alter, du kriegst 20 Cent auf den Dollar, Junge, bei Geldwäsche im Zweifel. Aber dafür hast du halt sauberes Geld und nicht Bargeld. Normalerweise machst du das ja auch bei Geldwäsche nur, weil du sehr viel Geld hast. Ja, genau. Das stimmt. Das war... Dankeschön, Assassinerman. Neuer Sub. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen. Stimmt. Wie machen die das denn? Wenn du uns 10.000 mal einen Cent schickst, bekommt Twitch dann was davon ab? Eine sehr gute Frage. Ja, eine gute Frage. Papageien sterben, wenn man sie falsch füttert. Sterben die auch, wenn ich die gar nicht fütter? Nein. Du musst die füttern? Dann leben die weiter. Ewig. Okay, das sind die Mega-Stress-Tiere, ey. Ja, das wäre echt übel. Okay, können wir nochmal schlafen? Ja, sicherlich, ich glaub, Peter. Ja. Ich lieg im Bett. Geil. Und Sepp, noch nicht wieder reinkommen, 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 noch nicht. Hey, wieso passiert nichts? Ah ja, jetzt kannst du wieder reinkommen. Dankeschön. Dankeschön. Hm, hm. Ist das eine Kacke? Peter, was sagst du, dass Russell vielleicht mal Bodas ersetzt? Das hat der Jonathan heute in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Russell ersetzt bald Bottas. Und dann habe ich mir natürlich gesagt, bestinformierteste Community zu Formel 1 ist natürlich das Formel 1 Subreddit, das ich sehr schätze. Und da habe ich da gar nichts von gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, was? Jay hat Fake. Keine Ahnung. Ich glaube das auch nicht, ehrlich gesagt. Also niemals in dieser Saison kann ich mir niemals vorstellen. Und deswegen hat mich diese Nachricht eh gewundert. Und als ich das dann noch nirgendwo gefunden habe. Was eh verwirrt. Ja. Wahrscheinlich hat Jay irgendwo so einen Bildartikel gefunden. Danke, Dankeschön. Danke.
Nach der Saison ist natürlich alles möglich. Das ist dann wieder so eine Sache. Wenn sie Russell nach der Saison nicht mal langsam dem Mercedes Platz geben, würde ich an Russells Stelle vielleicht auch mal überlegen, zu einem anderen Team zu gehen. Dankeschön. Wir kriegen gerade schöne Subs von unseren angeblichen Mitarbeitern. Was sind denn unsere angeblichen Mitarbeiter? Oh, das sind die Geldwäscher. Ja, vorhin hat ein Christian Stachelhaus 3 Euro gegeben und jetzt hat ein Jonathan Appel 3 Euro gegeben. Jo, oh, die Geldwäscher schlagen zu. Das ist bestimmt Bram, der gerade hier versucht, unser Geld reinzukriegen. Ja, aber 3 Euro? Das ist ja, dann okay, muss dann aber noch ein bisschen was kommen. Also, ne? Das ist jetzt auch nicht auffallen, oder? Ja. Wenn jede Minute 3 Euro reinkommen, ne? Rechne halt mal hoch. Klein anfangen, ihr habt da natürlich recht. So, wir sind jetzt bald auf dem Erdgeschossbereich, Chat. Ich würde noch einen tiefer als Erdgeschossbereich gehen. Dann das hier zumachen und dann gucken wir weiter. So gerade der Plan. Dankeschön, Orkreden, auch ein neuer Sub, hallo und herzlich willkommen. Wie groß soll das Truppenhaus werden, Peter? Ja. Naja, so groß jetzt auch wieder nicht. Also klar groß, aber jetzt nicht unendlich groß. Das wird ja halt Wald, ne? Also Wald ist, kann ja nicht klein sein. Wo sind Tintenfische? Sind hier keine Tinten. What the fuck? Die spawnen schneller neu, als ich sie umbringen kann. Die sind halt dumm und vermehren sich wie die Kanickel. So ein guter EPS-Farmer. Stimmt. Sie sind heilig. Ah, ne, war ein Lag. Das war nicht direkt Ketzerei und so. Alter, was macht er? Alter, er laggt. Er leckt hart ab. Okay. Muss ich halt zu Fuß kommen. Kein Thema. Mach ich auch. What? Der P ist ein Lebewesen, was schneller war als Peter. Sane. Und jetzt, das ist unnormal, wie viele es hier gibt. Kann ich irgendwie deren Spawns verhindern? Die spawnen grundlegend bei dummen Menschen, also ich glaube nicht. Oh Mann. Ja, Wasser zu bauen ist keine gute Option. Ich gucke einfach nicht hin. Sie sind nicht da, sie sind nicht da, sie sind nicht da, sie sind nicht da. Wasser durch Lava ersetzen. Nee, das will ich aber auch nicht. Das möchte ich auch nicht. Das möchte ich auch nicht. Dankeschön, X-Bulli. Oh, und Witschke, danke für die Bits. Habt ihr diese LOL-Sendung gesehen? Wo wir gerade bei Bulli waren. Radio-Superleitung. Die auf Amazon. Haben wir letztens drüber geredet, meine ich. Diese LOL-Sendung? Diese Last Born Laughing. Achso, nee, hab ich nicht gesehen. Achso, ich dachte, du hast über League of Legends. Ja, ich auch. Achso, nee. Wer hat das denn noch mal empfohlen? Ich habe da viele gute Sachen drüber gehört, aber gesehen habe ich sie nicht. Also, ja, auf Empfehlung mir das jetzt mal die ersten 4 Folgen angeguckt. Und ich muss sagen, nach der ersten Folge habe ich gelacht. Und dann habe ich 3 Folgen nicht mehr gelacht. Das war irgendwie, ich komme auch irgendwie auf diesen Bulli-Humor nicht klar. Also zumindest früher bei, wie hin und wieder waren immer ganz witzig, ne? Hier bei Bulli-Parade, aber ansonsten war das auch immer so. Aber ist das ein Bulli-Humor? Da sind doch tausende Schauspieler. Nee, also hier. Das ist nicht nur Bulli-Humor. Okay, also ich hab's noch nicht gesehen. Darüber kann ich jetzt nichts sagen. Ja, okay. Also,
Weil irgendwie Dina dann auch so irgendwann so. Ist so, willst du es überhaupt noch gucken? So, naja, also nach der ersten Folge, also so ein paar Lacher hast du halt noch drin, aber du merkst halt, wie gezwungen das irgendwann wird, weil sie sich halt so übelst Mühe geben müssen, was Lustiges zu machen, aber dann selber nicht ja dabei lachen dürfen. Ja. Weil das halt übel streng ist. Du darfst nicht mal quasi mit den Mundwinkeln zucken. Ich dachte, das wäre ein bisschen, ich nenn's mal lockerer gehalten, aber das ist halt übel streng und so nach der ersten Folge, ich weiß nicht, da war irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Ich habe sehr viele gute Sachen drüber gehört, aber gesehen habe ich sie auch noch nie. Das heißt, da muss jemand anders empfohlen haben. Ja, ich weiß aber nicht, wer. Also vom Konzept her finde ich das eigentlich sehr cool und auch so die Leute sind sehr nice, aber weiß ich nicht. Ja, Humor ist ja immer so eine Sache, ne? Ja, die Humor ist ja nicht für jeden was. Individuell, das sowieso. Wieso habe ich Peter nicht seine Silk-Touch-Axt gegeben? Das wäre übelst gut, wenn du einfach das alles für mich farmen würdest da. Ja, ist ja meine Silk-Touch-Spitzhacke und die hat nicht so eine hohe Effizienz. Ja, das stimmt. Also es ist halt nicht schlecht. Ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Aber ich kann halt nicht bestätigen, die Lobeslieder auf die Serie kann ich irgendwie nicht so ganz bestätigen. Ist das eigentlich so ein Last Man Standing Ding halt dann wirklich? Also wie so ein Battle Royale, dass ja, sobald du da Leben. Lachst, bist du halt zwei Leben hast du pro Sendung. Okay. Also beim zweiten Leben bist du halt raus. Okay. Und ja. Alles auch cool. Also zum Beispiel Barbara Schöneberger war und ist dabei. Das ist halt auch cool. Also so jemand, den ich da gar nicht erwartet hätte, die ich aber auch super sympathisch finde so insgesamt. Hat sie dich denn zum Lachen gebracht? Ja, schon durch ihre Lache. Also die haben halt drumherum dann auch immer die O-Töne von den Leuten. Die haben zwei Leben pro Staffel? Ja, genau. Und das finde ich auch so ein bisschen, darunter wow. Leidet, glaube ich, so ein bisschen auch die Sendung. Die sind 6 Stunden eingesperrt und müssen sich 6 Stunden lang zum Lachen bringen. Also auch wenn du raus bist, musst du 6 Stunden lang zugucken. Genau. Okay, das heißt, die 6 Folgen sind quasi eine Stunde zusammengefasst der 6 Stunden. Genau. Es gibt also 6 Folgen. Ich meine, eine Folge ist eine halbe Stunde und die fasst mehr oder weniger immer eine Stunde zusammen. Und wenn du rausfliegst, musst du weiter mitmachen? Du musst weiter mitgucken. Und das habe ich nicht verstanden. Und dann musst du so komische Kommentare machen. Und dann wirst du ab und zu mal gezeigt. Ja, aber das, wenn die Leute, also wenn du raus bist und du sagst warten, die Leute lachen. Achso, nee, die dürfen ja gar nicht lachen, ne? Egal wegen wem. Genau, aber du bist raus und bist in einem anderen Raum. In dem Observer-Raum von Bully bist du dann. Sitzt du daneben und wirst so einmal pro Folge ganz kurz eingeblendet. Wie du lachst oder so. Okay, du musst nicht mehr mit in der Gruppe sein. Mhm. Die sich gegenseitig versucht zum Lachen zu bringen. Ja. Okay. Was ich halt sehr schade finde, und da hat sich das bei mir so ein bisschen. Die Comedians selber sind halt echt lustig und sind auch kreativ und so. Der eine halt trifft mehr deinen Humor, der andere weniger. Aber es gibt dann auch immer noch so von Bully engagierte Comedians, beziehungsweise Menschen, die versuchen, die zum Lachen zu bringen. Und die finde ich so übelst unlustig. Also da. Weiß ich nicht. Ja, das ist dann natürlich dann problematisch. Wo ich mir dann denke, boah, da hat der doch die Chance, jetzt irgendwie so einen richtig geilen Dude, weil der darf ja dann lachen, ne, theoretisch. Der dann da engagiert wird und da mal eben reinkommt. Und das war irgendwie bisher immer so, Aber, ja, Seppi, ich habe mehr als eine Folge gesehen. Ich habe die ersten 4 Folgen gesehen. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so richtig Lust drauf gemacht hast du mir ja jetzt nicht. Also. Also vom Konzept her übelst nice und ja, aber ich bin ja jetzt erstmal wieder Wochen mit Lost. Nee, ich bin jetzt erstmal wieder Wochen mit Lost beschäftigt. Ja, deswegen. Also vor allen Dingen hier The Wire, weißt du, geht auch eine Stunde mal eben die Folge. Oh ja, und da hast du auch einige Folgen vor und dir, wenn du jetzt die ersten 3 gesehen hast. Ja, ich habe noch 57. 57 Stunden. Doch, ein bisschen. Aber hab ich auch Bock drauf, das ist echt geil. Oh, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel. Ich liege. Ich disconnecte.
Ich in mein Bett renne jetzt jedes Mal. Flupp! Ist der Kugelfischstick. Okay, nice. Du hast so richtig schöne Easter Eggs bei dir in der Wohnung installiert, sag ich jetzt mal. Der Zombie unten im Keller und der. Ja, den habe ich mal ausgenommen. Der ist mir um den Sack gegangen. Oh, okay. Den gebe ich nicht mehr. 3 Folgen hattest du gesagt, hast du von The Wire gesehen, ne? Ja, ja. Ja, 3 Folgen. 3 Folgen ist noch gar nichts. Die haben gerade quasi die tolle Idee gehabt. So, ey, komm, wir gehen mit allem Mann, gehen wir in die Tower rein. Ja, Chef, voll die gute Idee. Komm, wir treten da die Tür ein. Ja, ich weiß zwar nicht, was dahinter ist, aber alles gut. Ja. Haben die schon den Mordplatz untersucht, wo die ganze Zeit nur Scheiße gesagt haben? Shit. Ja. Das fand ich so eine geile Szene. Na, sind schon interessante Figuren in der Serie. Ja, generell, also so überhaupt dieses Polizeisein, so nach dem, also generell die Einstellung ist nicht meine Baustelle, also interessiert mich das einen dicken Fick, weißt du? Ja, lass mich in Ruhe mit der Scheiße, solange das nicht an die Öffentlichkeit kommt. Keiner hat Bock so richtig auf seine Arbeit. Also der hatte jetzt in einer Szene, hatte diesen zwei etwas, sagen wir mal, dickeren Typen, so, ja, ey, ich brauche ein Foto, fahrt mal dahin. Ja, Alter, fahr doch selber, weißt du? Und dann musst du die da halb erpressen, damit die mal ihren Arsch aus dem Stuhl schwingen und mal dahin fahren, um ein Foto abzuholen. Ja. Das erste Mal, als ich die Serie gesehen habe, hat die mich richtig fertig gemacht. Die erinnern mich total, fällt mir gerade ein, die zwei Typen hier an Brooklyn 99. Da gibt's auch die beiden, die einfach nichts machen und die ganze Zeit nur am Essen sind und. Ja, ich habe vergessen, wie die heißen. Aber ich weiß, welche du meinst. So, eine tiefer gehen wir jetzt noch. Oh nein, jetzt weiß ich nicht mehr, wo. Oh no. Hitchcock und Scully, ja, Mann. Ja, Hitchcock und Scully, genau. Die ja sogar, nachdem Lynette raus war, ihren eigenen Part im Intro gekriegt haben, um die zu ersetzen. Ja, ich fand die auch immer ganz witzig. Ja, finde ich auch. Die eine Folge, wo die zeigen, wie sie in den 70ern waren oder so. Ja, mega durchtrainiert. So, was ist passiert? Aber ich sagen muss, die Comedy-Träger in dieser Serie sind für mich einmal Holt. Ja, und safe. Und halt Peralta. Peralta finde ich unfassbar lustig. Ja. Der ist echt, aber Holt finde ich so mega gut auch vom Schauspieler. Holt ist auch echt gut. Der hat auch so eine Stimme, der könnte auch alles vorlesen, theoretisch. Ja, das stimmt wirklich. Also, super. Dieser trockene Humor einfach, weißt du, so das. Ich finde, das ist so ein bisschen der ähnliche Humor, den Sheldon aus Big Bang Theory hat, nur nicht so nerdig und so überdreht. So dieses ganz trockene. Ach, schön. Und der hat ja quasi als Hund ein. Ja, der Corgi. Ja, ein Corgi, genau. Der auch immer, wobei der Hund aber auch immer wieder wechselt. Also, das ist nicht immer derselbe Hund. Nee, das kann er auch nicht. Also, das hätte mich auch sehr gewundert. Terry ist auch super. Stimmt, Terry ist auch cool. Terry loves love. Aber der ist, also ja, ich finde den auch ziemlich cool, aber der ist nicht auf dem gleichen Level für mich. Nee. Ich glaube, Terry Crews muss halt auch kein, der spielt da keine Rolle. Nee, der spielt sich selber. So, ja, der ist halt einfach Terry Crews. So. Wie heißt die Serie? Brooklyn 99. So geil. Nein! Ja. Das Beste, die haben immer so geile Cold Openings und das Beste, weil ich mir bestimmt schon 5-mal angeguckt habe, ist das mit den Backstreet Boys. Das ist so unglaublich lustig. Ach, das kann ich jedem empfehlen, mal bei YouTube einzugeben. Brooklyn 99 Backstreet Boys.
So, wir machen jetzt das noch. Die Fläche machen wir noch quasi auf die gleiche Höhe. Und dann können wir mal anfangen zu planen, wie das hier aussieht. Und dann haben wir um die 10 Uhr. Dann können wir zumindest schon mal die Planung machen. Ich mag es, wie der Chat das jetzt auch noch direkt den Liedtext gönnt. Ne, den Film von Andy Samberg habe ich nicht gesehen, Popstars. Der sagt mir nix. Oh, dieses Loch wird noch ein Problem werden, Chat, das weiß ich jetzt schon. Mir juckt es in den Fingern, das einfach komplett aufzufüllen. Weil ich so viel Erde dabei habe. Einfach Gönnung. So bis hier. Eh keinen Platz mehr für die Scheißerde. Das hier ist wahrscheinlich auch noch ziemlich drunter. Ich mag das so ungern bei Minecraft so hohl zu bauen. Das wird quasi nur optisch. Das hast du dir gerade die Szene nochmal angeguckt. Ja, klar. Number 5. Oh my god, I forgot about that part. So schön, wenn er so abdriftet. Ich finde aber auch das Zusammenspiel mit Amy total gut. Ja, finde ich auch. Ja, Papers. Wahrscheinlich besser mit Erde machen, falls ich hier nachher wieder reinbuddel für irgendwas. Dieser blöde Brunnen wird größer als ich dachte. Das ist aber doof. In Minecraft kannst du halt nicht vernünftig klein proportionieren, also... Das ist schwierig, ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. So, Kacke. Wie falsch zugebaut. Quatsch. Bei den Fackeln lasse ich manchmal Löcher. Eigentlich einer von euch mitbekommen, also Bram hat mich heute Morgen darauf angesprochen, aber ich habe es halt null wahrgenommen, dass es einen Marvel-Trailer gibt für die nächste Generation der Superhelden-Filme, nehme ich mal Marvel stark an. Ja, also ich habe mir mal diese Liste angeguckt von dem von dieser nächsten MCU-Phase und muss sagen, da interessieren mich aber absolut nicht mehr so viele Filme wie aus der vorigen. Okay, was ist denn so, hast du noch zufällig im Kopf so, was so Themen sind? Superhelden oder Helden? Ist das jetzt also Phase 4, 5? Müsste dann die vierte sein, oder? Also jetzt kam ja gerade die Serie mit Es gab Winter Soldier, es gab dann noch WandaVision, gab es noch. Genau. WandaVision. Habe ich beide nicht gesehen, zugegebenermaßen. Die Serien interessieren mich da in dem Marvel-Bereich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht die Bohne. Was aber cool war beim Winter Soldier, dass du bis viel noch über die Zeit nach Endgame dann so erfährst. Das war halt ganz cool. Also, Peter, einen Film würde ich erwarten: Black Widow. Dieses Jahr. Okay, ja, das ist so eine gewisse Schauspielerin, die ich. Ja, ich wollte gerade sagen, weil es ist Scarlett im Lederanzug. Safe, ich bin im Kino. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings erscheint heute. Was ist das denn? Das wird ein Martial Arts Film und deswegen bin ich da vollkommen raus. Sagt mir gar nichts.
soll wohl, also die fanden die Leute nicht so schlecht, also ziemlich gut sogar, glaube ich. Den, aber den konnte man schon so sehen? Gar nichts für mich. Nee, der Trailer. Ach so, ja, okay. Martial Arts, okay. Dann wird's geben Eternals. What is that? Eternals, an immortal alien race created by the Celestials who have secretly lived on Earth for over 7,000 years. What? Reunite to protect humanity from their evil counterparts, the Deviants. Alter, wer sind denn die Eternals? Kenn ich. Hä, und die kommen jetzt auf einmal raus? Race of superpowered beings, result of experiments by the Celestials. Doch, warte mal, die kennt man doch. First appear in Avengers. Ja klar, in Avengers kommen die vor. Echsen, nein, keine Echsenmenschen. in the... Warte mal, ist Thanos? Nee, warte mal. Schon wieder dunkel. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Peter, kannst du es nicht mal ausstellen? Nein. Krills Vater ist ein Celestial. Was? Krills? Wer ist denn Krill? Alter, wer war denn nochmal Krill? Boah, ich bin da... Warte, oh, ich denke gerade an hier Thor, der eine Steinmensch, der da mit ihm gesprochen hat, aber ich glaube nicht, dass das Krill ist. Ach, das waren die komischen Grünen mit den Ohren, ne? Tyrus Krill. Ich leg mich mal kurz ins Bett. Ach, Peter Quill! Quill? Ah, ja, hier. Der hat Krill geschrieben. Ja, das ist ja komisch. Also wer Quill ist, weiß ich. Ja. Okay. Ah, und der Vater, der ja quasi so ein Halbgott war, oder Gott, wie das war ein Celestial, okay. Der war ja schon eher nicht so cool drauf, ne? Nee, okay. Der war eher so scheiße. Also drauf. Eternals, angeblich soll der auch noch dieses Jahr erscheinen. Genauso wie Spider-Man No Way Home. Spider-Man-Filme mag ich. Die finde ich cool. Ja. Die sind meistens ganz witzig. Doctor Strange, nächstes Jahr Multiverse of Madness. Doctor Strange fand ich ziemlich cool. Fand ich auch cool. Nope, eingeschlafen. Thor, Love. Ging ja auch um Zeit. Dann kommt Thor, Love and Thunder. Das wird wahrscheinlich der Teil sein, wo Thor seinen Hammer abgeben wird an Tessa. Nee, nicht Tessa Thompson. Natalie Portman. Natalie Portman? Was? Die kriegt den? Ja, Alter, ja, die hat Thor's Hammer auf jeden Fall schon mal bekommen, aber anders. Nein, aber ich, also jetzt ist hier dieses halbe Comics-Wissen, da weiß der Chat bestimmt, ne? Ja, Marielle sagt auch Natalie Portman, holy shit. Genau, Natalie Portman wird die neue Thor? Irgendwann gibt's einen weiblichen Thor, das haben die doch irgendwann bei diesen Comics mal gemacht, wo jeder sich gefragt hat, okay. Aber hey, ja, ey, bei Natalie Portman bin ich doch gerne dabei. Ja, da bin ich auch da gerne dabei. Außerdem sind die Thor-Filme ganz geil. Muss ich sagen. Ja klar, also, da ging es immer um Saufen und Raufen und dann demnächst um Unterwäsche und also. Ja, bei Natalie Portman kann ich mir das nicht vorstellen. Nee, wahrscheinlich nicht. Also da ist, also ich irgendwie so geschätzt würde ich sagen, ist Scarlett Johansson eher jemand, wo auf Äußerlichkeiten und Figur aus dem Film heraus auch Wert gelegt wird. Ah, wobei. Ach egal. 2022 folgt dann Black Panther Wakanda Forever. Da kommt noch ein Teil? Okay. Ja, ich fand den ersten Black Panther auch eher so, wow. Ja, dito. Bin ich mal gesehen. Danach kommt The Marvels. Wo geht's denn darum? Ach, ein Sequel zu Captain Marvel. Habe ich nicht gesehen. Ja, der war auch so, ja. Ne, wir müssen schnell noch einen Film zwischen Dings quetschen. Ich mir auch das so, ja. Nach The Marvels 2023 Ant-Man and the Wasp Quantumania. Scheiße, die Ant-Man-Filme habe ich auch noch nicht gesehen, aber ja, ich glaube, die könnten mir sogar gefallen. Der erste fand ich ganz witzig, der zweite war so, oh, ja. Der dritte... Aber der zweiten, ich mag, da kommt doch dann die Wespe, ne? Hier. Ja, magst du, ja. Das ist ja, die ja, das ist ja hier die Lily Lost. Ja, genau. Kate aus Lost. Genau. Du bist auch ein Fan von Natalie Portman. Also. 2023, da ne, das wird wieder interessanter mit dem nächsten Guardians of the Galaxy. Aha, ja, okay. Ja. 2023 sind wir da jetzt aber schon, ne? Und das ist in der Planung. Also ich weiß nicht, inwiefern die da Corona bekommen. Wieso brauchen die denn so lange? Wann kam denn der zweite Teil? Das ist doch jetzt auch schon wieder bestimmt 2 Jahre her oder so. Ja, aber Peter, also von 2021 bis, sagen wir mal, wahrscheinlich Ende 2023 kommen dann wieder 10 Filme. Also. Ja, aber ich will mehr Guardians of the Galaxy. Ja, die waren schon nice. Ja, aber Marvel will ja nicht alle Filme irgendwie so
10 Filme in einem Jahr verballern. Also. Ja, nee, das verstehe ich auch. Ja, und danach kommt, ne, da ist mal, bin ich natürlich sehr vorgebrannt, Fantastic Four. Einer der schlechtesten Filme im Superheldenbereich, die ich kenne, war Fantastic Four. Ja, aber, also die aber das ist ja jetzt, anderen. Ich weiß, das wird komplett anderer. Witzigerweise war ja bei den früheren Fantastic Four der, der Dings hier, Captain America bei. Stimmt, der war ja die Flamme. Genau. Stimmt. Ja, stimmt. Aber das wird jetzt was anders. Ja, und Green Lantern war ja Deadpool. Ja. Ist ja alles hier. Das sind so die Filme. So, und wenn du bei Television Series bist, Peter, da hast du WandaVision, Falcon, Winter Soldier, läuft ja gerade, dann kommt Loki. Wow, Loki freue ich mich auch drauf. Ich mochte den Schauspieler von Loki zumindest. Auch der Charakter ist eigentlich ganz cool. Ja, ja. Also die Figur. Ja. Mochte ich auch. Ja. Okay, Loki, ja. Danach What If. Was ist das? Muss ich nachlesen. Explores what would happen if major moments from the Marvel Cinematic Universe occurred differently. Ach du Scheiße. Okay, nice. Okay, okay, finde ich eigentlich ganz witzig. Das ist halt abgefahren. So ist halt Comic-Welt-Crazy-Logic, ne? Ja, ja. Also, aber das ist dann halt wirklich so Parallelwelten-Style. Das finde ich ganz witzig. Ist das dann hat so ein bisschen was von Dr. Strange oder, genau. Oder diese Zeitreisenummer, die ja auch mit Captain America da gemacht haben. Ach, das ist eine Animationsserie. Ja, so. Das spielt schon wieder raus. Danach kommt Mrs. Marvel. Oder Miss Marvel. Nee, MS. Was ist denn Miss Marvel? MS ist Miss Marvel wahrscheinlich. Ja, würde ich auch sagen. Im September, bla bla, Filming. Ach, die haben im November 2020 mit Drehen angefangen. Pff, ja, genau. Da steht nur. Da steht da nichts zu. To be discussed. Neue Superheldin. Ich schätze mal, aber wenn Miss Marvel als TV-Serie kommt, wäre es smart von denen, das irgendwann zu machen, zu The Marvels zu releasen, weil ich glaube, das wird zusammen. Eine Sitcom? Also es gibt Miss Marvel und dann Captain Marvel, oder? Das heißt, du hast zwei Leute mit Marvel im Kopf. Ja, Marvel ist ja so, Marvel, ja. Ja, ist ja sowieso wechselnder Held, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist mal, ne, irgendwie Mann, mal Frau, also unterschiedliche Personen, so gesagt. Danach wird es die Serie zu Hawkeye geben. Den fand ich immer absolut langweilig aus diesem ganzen Zeug. Aber hey, der hat viele Fans. Der hat viele Fans? Okay. Ja, da haben doch immer alle gefragt. Der war doch auf irgendeinem scheiß Poster nicht drauf. Da haben die Leute so ausgerastet. Kein Wunder, dass der vergessen wurde. Hallo? Moon Knight sagt mir wieder gar nichts. Alter, es kommen 13 Marvel-Serien. Okay, alles klar. Moon Knight. Centered on Mark Spector / Moon Knight. Das ist irgendwie so ein silberner Typ mit so einem Umhang und. Wer ist das denn? Kenn ich nicht. Das ist halt ein Marvel-Held. Moon Knight. Mhm. Ja. Stille Begeisterung. Oh, lol. Ja, gut, ich weiß ja jetzt nichts drüber. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's, ich will erst den Cast sehen. Haben die schon gemacht, wer das macht? Komm schon. Warte mal, announce Jennifer Walters. Wer ist Jennifer Walters? Ich dachte schon Jennifer Lawrence. Das cool. Jennifer Walters wird nämlich She-Hulk. Was? Okay, ja. Naja, das gibt's auch als Comic. She-Hulk. Okay, ich hab keine Ahnung. Wie funktioniert das denn, wenn dieses Oberteil auch animiert wird? Kann sein, dass auch wieder animiert wird. Nee, also wenn ich mir den Comic angucke, dann hat die so einen Top an, weißt du, weil es so über Brüste geht, aber auch nur bis zum Bauchnabel. Dann muss sie. Ja, okay. Peter ist wieder on the game. Die hat den größten BH der Welt. Ist halt mega sexistisch von mir, damit das als erstes eingefallen ist. Aber die Vorstellung war gerade lustig. Dass nee, das ist okay, relevant, ob das aber. Ich werde halt sauer gerade und ich reiß jetzt. Alles kaputt, aber ich muss ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht alles kaputt reiße. Also die Series wird centered on Jennifer Walters / She-Hulk. Bla 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 im September und so weiter. Okay. Finde ich aber cool.
Mark Ruffalo will, was heißt Reprise nochmal? Wird seine Rolle als Hulk wieder erleben oder irgendwie neu auffachen oder irgendwie so. Also Mark Ruffalo will reprise his role as Bruce Banner. Ich hab zu viele Steine. Ja, okay. While Tim Roth reprises his role as Abomination. Ah ja. Tim Roth war ein Hulk-Bösewicht? Ja, in dem Incredible Hulk. Wahrscheinlich Abomination. Dann aber mit Norton als Böse, als Guten und das war doch, ist ja abgefahren. Ja, The Incredible Hulk, genau, aus dem Film war das. Mit Norton. Alter, okay, das heißt der gleiche Bösewicht, aber mit einem anderen Schauspieler als Hulk. Ja, das ist. Hauptsache, die haben gute Trailer und kommen wieder schon. Dann wird's The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Was? Also ist so ein Kurzfilm, oder? Alter, das macht alles James Gunn. Wollt ihr mich verarschen? Ach nee, das ist nur Guardians of the Galaxy, ich wollte schon sagen. Mit dem Maincast? Das klingt eher wie New Television Special wird das. Mit dem Maincast returning, filming will occur during the production of Guardians of the Galaxy Volume 3. Es set Premiere 2022. Dann gibt Secret Invasion noch, Iron Hearts, Armor Wars, Untitled Wakanda Series. Wird es auch noch geben. Wakanda Series. Also die Serien sind ja auch eher so. Vielleicht ist da ja mal ein Loch. Also wenn ich irgendwann so hier The Wire durch habe, muss ich auch noch Sopranos gucken unbedingt. Oh ja. Vielleicht gucke ich da mal in eine der Serien rein. Mal sehen. Aber das macht mich halt nicht so sehr. Also, ne, kann natürlich alles noch kommen. Hattest du Sopranos auch noch nicht gesehen? Nee. Also das heißt, du guckst gerade die The Wire aus meiner Perspektive zweitbeste und dann die beste Serie aller Zeiten einfach mal hintereinander und hast beide noch nie gesehen. Wie abgefahren ist das denn? Die sind beide von HBO, wa? Ja. Das ist schon krass. Also sie haben schon gute Serien gemacht. Christian, soll mal den Cast von Thor lesen. Also von, warte, ich guck mal eben. Love and Thunder. Starring Chris Hemsworth, ja, okay. Tessa Thompson, ja, das ist ja die Valkyrie. Natalie Portman, ja, die ist ja auch mal dabei. Christian Bale, ja, der wird Zeus machen, hatte ich gelesen. What? Es gibt Zeus, Junge? Ja. Chris Pratt wird dabei sein, also, ne? Okay, was macht der da? Ja, der wird wahrscheinlich, ne, die sind ja im gleichen Universum, also hat. Ja, schon mal cool, dass der dann da auch irgendwie eine Rolle spielt, auf jeden Fall. Jamie Alexander, die kennt man ja auch, die ist ja eine von den hier Freunden von Thor, ne? Die da immer so rumrennen, Peter, da aus Asgard, ne? Der hat ja da so Typen und Frauen, die. Ja, ich weiß nicht, wer Jamie Alexander ist, ehrlich gesagt. Pom Clementif, okay, das sagt. Das habe ich schon mal gehört. French Actress and Model. The Easy Way, Sleepless Night, Before Making Her American Film Debut in Old Boy 2013. What? Old Boy ist doch älter als 2013. Ja, es gab die amerikanische Neuverfilmung. Alter, Dave Bautista. Okay. Das heißt, da kommen mehrere aus dem Dingens vor. Warte. Dave Bautista. Ach ja, klar, logisch. Drax. Ja, logisch. Ja, genau. Ja, ist aber, Drax, ja. Aber, ja, ich meine, wenn Peter Quill dabei ist, ist er jetzt. Dann werden die Guardians wohl da irgendwie. Nebula wird dabei sein. Sean Gunn als Cracklin. Ob von Terry. Keine Ahnung, wer das ist. Jeff Goldblum als Grandmaster. Ja, okay. Der ist bei Thor ja auch schon aufgetreten. Ja. Da ist er schon. Warte. Ganz gute Besetzung, soll ich jetzt sagen. Additionally, YTT reprises his role as Korg. A Cronin Gladiator, Matt Damon, Sam Neill and Luke Hemsworth also reprised their roles as Asgardian actors playing Loki, Odin and Thor. Respectfully, blah blah blah, alongside Melissa McCarthy as an actress playing Hela. Ja, die brauche ich nicht unbedingt in dem Film. Ben Falcone, undisclosed. Russell Crowe also has a cameo appearance as Zeus, the King of Olympians. What the fuck ist das denn bitte für eine Liste, Alter? Warte mal, Christian Bale. Was ist das für ein Film? Moment, Christian Bale wird Gore, the God Butcher. What? The God Butcher?
Das erinnert mich halt an Kratos. Kratos war the God Butcher, Junge. Stimmt, aber Zeus sollte drin vorkommen. Dann habe ich das nur mit Russell Crowe verwechselt. Ja, sind ein paar Leute dabei, aber... Ja, das würde ich wohl auch sagen, da sind ein paar Leute dabei. Also ist ja Thor fast so krass wie Endgame von der Besetzung, also... Stimmt, Endgame war natürlich auch sick von der Besetzung. Hast du nicht? Ja, nee, das war kein Witz jetzt. Das war kein zynischer oder sarkastischer Kommentar, sondern jo, hast recht, ich erinnere mich. Oh, Jamie Alexander ist so alt wie ich. Und du hast ihn gesehen, Peter, ne? Ja. Okay. Jamie Alexander, jetzt fällt es mir wieder ein, das ist aus hier Game of Thrones, oder? Nee. Oder? Das ist Schauspielerin, ne? Ach, scheiße, wie heißt denn nochmal der... Ah, nee, ich komme gerade komplett durcheinander. Jamie Lannister? Ja, ich weiß auch nicht, wo ich gerade mit meinem Kopf war. Oh mein Gott, wieso bei mir die Geister? Ja, weil du die ganze Zeit vielleicht immer disconnectest und nie schlafen. Ja, das sind nur die Theaterdarsteller, das ist mir schon klar. Hä, wie nur die Theaterdarsteller? Ja, weil Matt Damon spielt ja da Thor, aber die machen ja das nur im Theater. Also der ist ja da der Theater, ne? Also die spielen im Film ja Theater und da spielt er Thor, irgendwie sowas. Russell Crowe ist da. Ach, das ist ja wahrscheinlich voll die Mini-Rolle. Russell Crowe soll doch jetzt einen Film rausgebracht haben, wo der so Frauen harasst. Und der soll echt creepy sein und gut. Ja, da ist irgendwie, ne, so ein bisschen. Peter, wie hieß nochmal der Film, wo Michael Douglas so völlig austickt, weil er auf dem Weg zur Arbeit ist und da im Stau steht und dann. Fuck, wie heißt denn das nochmal? Das fängt so ein bisschen ähnlich an. Weil sie steht halt im Stau, die geht ihm um den Sack und dann denkt er sich, ich zeig dir mal was Scheiß. Das war nicht mit Normal Day oder so ein Scheiß. Nee, Falling Down. Falling Down. Der hat wohl auch so einen leichten Zusammenbruch. Dankeschön. Problem bei solchen Filmen ist, also ich habe den noch nicht gesehen, ich habe da auch noch nicht irgendwie plotmäßig was drüber gelesen, aber also so rein vom, du kannst ja nicht den Bösen gewinnen lassen, der irgendwelche Frauen da nachstellt und misshandelt. So, ja, also ist der Ausgang ja eigentlich schon klar. In dunklen Zeiten, weiß ich nicht. Mittlerweile kannst du in Filmen viel machen. Böse gewinnen häufiger. Okay. Das, hier kommt unser Tropenhaus rein, Chat. Heute. Libanesisch. Nee, das heißt, das war Libanesisch. Stimmt, ja, hast recht. Wie ziemlich klein. Wieso ist denn das klein? Das hat seine Freundin auch gesagt damals. Das ist... Title of the Sex Tape. Das ist nicht klein. Das ist vollkommen ausreichend. Wichtig ist, wie man den Platz benutzt. Okay, lass mal kurz überlegen hier. Der Eingang wird ungefähr hier sein, würde ich sagen. Das heißt... 1, 2, 3, 4. Machen wir den Eingang 4 breit. So. Das heißt, es wird einen Weg geben durch den ganzen Spaß. Spaß. Ja, aber also ich glaube, die nächsten 20 Jahre braucht man sich keine Sorgen machen, dass da nicht genug von Marvel-Kram kommt. War auch ehrlich gesagt keine Sorge von mir, aber gut. Wie gesagt, die Filme waren geil, die Serie, ja, ist einfach nicht... Aber es gibt kein Avengers-Teil mehr, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Erstmal. Nee. Da sind ja auch so... Also ich weiß auch nicht mehr wer, aber also... Ah, die kommen irgendwann, kommen ja wieder ein Iron Woman geben oder Iron Man 9, irgendwie sowas. Hier kommt. Jo, warte mal, da habe ich mit Kumpel mit mir drüber geredet. Kommt Pepper nicht als Iron Man? Entweder das oder der kleine Junge, dem der im, war das dritten Teil da in dem Garagenscheiß, der war doch auf der Beerdigung. Das stimmt. Da war ein kleiner Junge auf der Beerdigung. Nee, nicht der Sohn, aber der ist doch irgendwann in der Walachei, weißt du, da wo Schnee und so weiter ist. Und da ist der dann in der Garage von diesem Jungen, wo der die ganzen Gimmick-Scheiß von dem da hat. Der aus der Garage.
Der Beerdigte? Nein, der war bei der Beerdigung, der Junge. Der Beerdigte? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind ja nicht bei The Walking Dead. Der Beerdigungsding war aus Iron Man 3. Ja, genau. She Iron Man, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Iron Woman. Oder eigentlich fände ich den Namen Ironess oder so besser. Ironess. Iron Woman klingt einfach so, weißt du, umgesprochen. Weißt du, so, wir haben nicht mehr Man, sondern jetzt Woman. Iron okay. Maiden, ja, Mann. So. Wir machen einen Fluss-Chat. Wobei ich weiß nicht, ob es da eine Comic-Vorlage gibt. Da sollte man sich ja auch ein bisschen dran orientieren. Der wird 3 breit. Kommt hier rein, von hier aus. Der darf aber nicht hundertprozentig gerade sein, weil sonst ist lame. Gerade ist immer schlecht für die Optik. Barrel. Ja, ein guter Song, also. Ja. Der zündet manchmal auch spät erst. Ein bisschen aufpassen. Weil hier wird er ein bisschen breiter und das ist auch vollkommen okay. Denn hier gehen wir so rum. Und hier machen wir dann wieder eine harte Kurve. Chris Meiner zu Friends. Was? Hier habe ich früher mal geguckt. Also der was? Friends. Friends war mal cool. Allein schon, weil Jennifer Aniston immer steif hatte. Ja, ohne Witz. Die war so heiß. Aber im Nachhinein war dir das erst bewusst, das ist halt. Ich fand Joey immer mega nice. Ja. Joey war immer super Chandler lustig. War halt Chandler auch war geil. Mega geil. Der hat halt genau meinen Humor getroffen. Ja. Ist gut. Courtney Cox war dabei, ne? Die fand ich immer besser, muss ich ganz ehrlich sagen, als Jennifer Aniston. Ernsthaft? Ich nicht. Oh, ja. Ich fand die später cooler. Also, weil sie sich einfach total gewandelt hat, so. Nee, aber das war eine echt schöne Serie. Also, die mochte ich gerne. Ja. Scheiße. Nur hier, ich weiß, wie hieß der nochmal? David Schwimmer. Der, mit der immer mal wieder zusammen war. Ross und Rachel. Ross und Rachel. Idiot, ey. Also meine Der hat Pätze. Aber so eine, der hat auf Englisch so eine lustige Stimme. Ja, so und eine, dann so war die irgendwann bei Band of Brothers und er war einfach irgendwie so ein, der hat was zu sagen gehabt, weißt du. Der war auch noch Sergeant oder so ein Kram. Ja, aber er war da auch so ein Lappen. Ja, aber trotzdem. Der konnte also, nix. But why? Das war abgefahren. Naja, aber doch, Friends fand ich immer super. Captain, okay, ja, okay. Ich habe mir Captain irgendwann mal die ganzen Ränge da durchgelesen, um nachzuvollziehen, wie da die militärische Hierarchie ist. Habe ich aber alles schon wieder vergessen. Aber auch, ne, wie groß ist ein Zug und wie groß ist nur ein Squad und, ne, das, weil das kommt ja auch ein paar Mal vor. Kacke, jetzt habe ich mir 2 Barrels gemacht. Ich brauche aber eigentlich was anderes. Ich mache hier von dem Fluss mache ich einen kleineren Abzweig, weil in meiner Vorstellung wird das hier ja nicht eben bleiben. Da oben wird es, also es wird quasi von hier aus nach da ein bisschen höher gehen, so leicht hoch. Und hier wird der Fluss vielleicht sogar noch einen tiefer gehen und dann quasi
unter der Erhöhung durch einen Teilhöhle durchfließen. Da kann man dann auch mit dem Boot durch. Und da sieht man dann auch noch ein bisschen. Da kann man ja rechts und links dann noch ein bisschen verschönern, wie bei so einer ganz klassischen Achterbahnfahrt. Nicht Achterbahnfahrt, aber bei der Fahrt durch so einen Zoo halt. Das heißt, der wird hier zwei breit und das wird eigentlich nur so ein relativ kleines U sein. Wobei ich das vielleicht noch ein bisschen weiter nach da hinten führen möchte und hier noch nicht direkt so. Ich habe Friends übrigens damals nie im Fernsehen gesehen, sondern das habe ich dann irgendwann mal komplett nachgeholt. Ui. Oh ja. Ich habe den Fernsehen gesehen, glaube ich. Das war sogar eine echt gute Serie, obwohl ich schon How I Met Your Mother kannte. Also ich habe Friends nach How I Met Your Mother gesehen und war immer noch gut. Weißt du, was wir machen? Wir machen hier. Wir machen kein U. Die ersten es gibt kein von U. Das Ding wird nicht wiederkommen. Ja, hier kommt ein Teich. Cool. Tuna of N war damals aber auch geil. Weil wenn du von den ersten Staffeln redest, ist aber hier Married with Children immer noch, Alter. Mit Tuna of Man bin ich nicht warm geworden, muss ich leider sagen. Auch nicht mit am Anfang? Nee. Was? So wie bei Big Bang, fand ich irgendwie komisch. Aua! Oh mein Gott. Schrecklich nette Familie, die ersten Staffeln. Alter, das war so derb. Das wird heutzutage, wird man das nie wieder bringen. Ja, könnte schwierig werden. Okay. Hier kommt man rein. Hier rechts geht man hin, um in ein Boot zu steigen. Hier werden quasi die Boote abgelegt. Linksrum geht der normale Rundweg. Der geht einmal rum. Ich weiß noch gar nicht, wo der wiederkommt. Wahrscheinlich ist da dann der Ausgang. Oder da oben ist dann der Ausgang. Wäre natürlich auch witzig, wenn wir den Ausgang nach da oben machen würden. Dass du quasi so einmal hochgehst bis da oben. Wäre eigentlich nice. Und irgendwo gibt es dann die Abzweigung, um zum Hängebrückenrundweg zu gehen, der natürlich auch noch zusätzlich kommt. Alter, Hängebrückenrundweg machst du? Was? Hier geht's richtig ab, Leute. Hier geht's richtig ab. Der will aber richtig wissen. Es gibt eigentlich keine Krokodile in diesem Spiel. Das ist irgendwie. Also ich finde, Minecraft fehlen Haie und Alligatoren oder Krokodile. So als Wasserfall machen noch. Wir auch. Wahrscheinlich ja, von da aus. So. Von da aus. Hier ist Wasserfall. Von da aus kommt Wasserfall. Da geht ja quasi, anstatt dass der See hier, anstatt dass der Fluss da reingeht, kommt der von da. Wasserfall runter. Hier rum. Pinguine wären auch nice, ja stimmt. Oh ja, Pinguine finde ich auch übelst cool. Stimmt, die gibt's aber noch gar nicht im Spiel, wa? Ja. Der Fuchsbau ist fertig, er ist schon wieder dunkel. Ich lege mich mal kurz ins Bett. Aua, Alter. Flasche leer. Jedes Mal kriege ich einen mit, wenn ich am Aquarium vorbeigehe. Liegt dir? Du kannst wieder joinen. Nice. Ja, geht schon klar, theoretisch. Okay. Das heißt, wir machen hier den Weg weiter. Nein, das. Meine liebsten drei Worte.
Essen ist fertig. Exakt. Ich Christian Kenner. Nice predicted, Sepp. Weil das ist eine Uhrzeit, ne? Ja, ja. Also. Das stimmt. So, und ich muss aber immer pollern. Viel Erfolg. Scheiße, jetzt habe ich hier keine Erde mehr. Egal. Ist ja hier nur zum Anzeigen quasi, wo es hingeht. Ungefähr mit dem Weg, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht dann nochmal wieder runter. Weil das ist ja nicht der Weg, das ist nicht der Hängebrückenweg. Wir müssen dann auch mal wieder runtergehen irgendwann. Jetzt ist bei mir der Tor gefallen, Chat. Das ist nicht das, was ich will eigentlich, was ich hier gerade mache. Dann sollte ich das vielleicht auch anders machen. Schau Paris, ja, ist eh Pest gegen Cholera, war. Dankeschön vielmals für der Schmiddy 97 für 5 verschenkte Subs. Danke, danke schön. Danke. Danke, danke schön. Danke. Für das Real gewinnt, ist der einzig echte Verein. Das kannst du doch nach den letzten Wochen und Monaten echt nicht ernst meinen, oder? Echt mal. Ach, Real war super. Ja, letztes Mal schon drüber geredet. Na, ich fand Real früher auch toll. Und dann gucken wir mal, wie die verstrickt sind, wo die ihr Geld herkriegen oder auch nicht. Weil die da für eine Scheiße abziehen. Ja, warte mal, hier soll der fast. Nee, der Wasser kommt. Wer zieht Scheiße ab? Danke, danke schön. Danke. Real mittlerweile muss. Ja, Alter, wenn man 900 Millionen Euro Schulden hat und dann trotzdem im Sommer plant, mal wieder 150 Millionen auszugeben, frage ich mich, was die Scheiße soll. War Christaus Geld auch hinterhergeschmissen, also warum nicht, ne? Naja, also du kriegst ja nicht Geld hinterhergeschmissen, aber dir wird nie einer sagen, dass du pleite bist. Oder Schulden. Ja, und bei den Zinsen. Oh mein Gott, nicht da reinlaufen. Das ist ja auch immer noch ein Name, der dahinter steckt, ne? Ja, ja, klar, das ist ja der Name. Okay, Chat, das wird ungefähr der Weg, der schon mal zeigt, wo es hier Erhöhungen von der Erde gibt. Der Weg mit den Hängebrücken, den machen wir, sobald die Bäume stehen.
Aber das der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir den Boden machen, inklusive der Anhebungen. Was ist mit den Booten? Die kommen hier hin. Hier ist der Steg für die Boote. Hier ist quasi Ein- und Ausstieg, sag ich jetzt mal. Ist hier, beziehungsweise nur ein Steg, weil das ist ja keine Rundfahrt. Kannst dann bis hier fahren und dann wieder zurückkommen. Musst du dann selber fahren oder hast du da so ein automatisiertes... Nee, muss schon selber fahren. Okay. Kennst du mit dem Weg nicht die Gehege zu sehr ein? Ich hoffe nicht. Es soll eigentlich eher ein großes Gehege sein, muss ich ehrlich sagen. Also es hat keine großen Einzelgehege vor, sondern die Tiere sollen sich ja einigermaßen frei entfalten können. Und im Zweifel gibt es unterirdische Verbindungen zwischen, also hier, ich weiß, hier ist der Weg. Entweder die können einfach über den Weg laufen. Ja, die können halt einfach über den Weg laufen. Was sie sowieso nicht machen werden. Ja. Also es ist quasi ein großes Gehege. Es gibt nicht in diesem Tropenhaus dann noch unterschiedliche Gehege, sondern das ist quasi ein großer Wald, wo die halt frei rumlaufen und flattern können. Aber dann töten die Ocelots doch die Schildkröten. Hier kommen keine Schildkröten rein, Lord of Snow. Schildkröten sind hier nicht geplant. Das heißt, wir müssen den Boden. Leute, lernen. Jetzt spoilert doch nicht einfach alles im Chat, ey. Oder ich muss mal aktualisieren, vielleicht. Was mir nur gerade missfällt, ist, wenn ich hier alles mit Erde auslege, wird es natürlich, erkenne ich meinen Weg nicht mehr. Das ist irgendwie natürlich nicht Sinn der Sache. Das sind aber auch ungehaltene Spasten, muss man einfach mal sagen. Mann. Hat er dem einfach eine geballert? Pass ab. Ja, der wollte halt den Ball schnell holen, dann kam der Gegenspieler an. Ich habe nur gesehen, wie die Faust in seine Richtung geflogen ist, aber, oder in den Unterleib. Weil es nicht so geil. Als ob da jetzt Handgreiflichkeiten beim Fußball ja, passieren. Ja, Paris, Peter, die liegen 4-1 hinten. Die haben noch über 20 Minuten zu spielen. Die sind ein bisschen gefrustet. Ja, kochen die wieder. Wie weit liegen die hinten? 4-1. Oh ja, das ist übel. Hm. Hat er dem in die Eier gehauen? Nein. Oh, hart. Ach nee, der hat da draufgetreten, oh mein Gott. Ja, wisst ihr, bei Fußballspielern kann man die Verletzungen nicht immer so gut erkennen, weil egal, wo du die triffst, die halten sich eher am Bein fest. Okay, der ist dem absichtlich so richtig auf den Fuß getreten. Auch nicht geil. Nee, ist auch nicht geil. Sportkommentator Peter hat gesprochen, 4-1, das ist übel. Was willst du dazu sagen? Ich meine, Peter ja vollkommen recht. So, wir füllen jetzt hier erstmal auf mit Erde, wo ich weiß. Also ja, ich könnte den Weg quasi einfach mit Rechtsklick markieren. Das Problem ist, ich kann hier noch nicht alles mit Rechtsklick markieren. Aber damit ich schon mal hier weiß, was Sache ist. Das ist ja vielleicht schon mal ganz hilfreich. So, und den Weg jetzt hier irgendwie kriege ich ja auch noch hin vom Gedankengang her. Hoffentlich. Oder wir können das nochmal dämlich machen zur Markierung. So. So, und jetzt, ich weiß noch nicht, woraus ich den Weg tatsächlich machen werde. Wahrscheinlich so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, weil so geht der Weg ja schon durch meinen ganzen Park eigentlich. Mit rechter Maustaste wirklich halt einen Weg gemacht.
Oh, eine geheime Höhle hinter dem Wasserfall noch. Auch keine schlechte Idee. Fällt mir die cool. Idee. Was höre ich denn hier die ganze Zeit für ein Tier? Was ist das für ein Tier, wenn ich hier zwischendurch höre? Ach komm. Vielleicht ein Enderman, das kann natürlich sein. Ich brauche Eisen. Da kriege ich einen guten Farmspot. Echt? Wo? Peters Keller. Geil. Okay. Das ist ein scheiß Farmspot. Koordinaten? Da ist direkt gegenüber von deiner Butze. Okay, nice. Das ist ja gar nicht so weit weg. Wieso, wie kann das schon wieder dunkel sein? Ey, ich raste hier aus. Ich leg mich mal ins Bett. Ey, Penner! Aber Moment, ich glaube, das war eine Aufforderung, dass der Rest auch ins Bett soll. Ja. Der ja, reagiert, das wäre nice. Peter reagiert auch nicht auf meine ICQ-Anfrage. Welche ICQ-Anfrage? Ey, Penner! Soll ich noch was kommen? Ja, ja, soll ich darauf was antworten? Ja, so. Hallo? Oder so. Oder, ja, hey, Sebastian, Sepp? Was möchtest du gerne von mir? Ich kann mir schon vorstellen, was. Nein, hol dir dein Eisen selber. Zu sehr weißt du, den Pöbel fütterst du, ne? Aber dass ich dir meine Eisenschaufel hier gegeben habe, ja? Ich habe dir meine Spitzhacke sogar gegeben. Ja, für 3 Steine. Also, ja, mega nett von dir, Peter. Aber... Fick dich. Weißt du? Ich kann doch nicht hier immer für euch farmen gehen. Ja, das hat doch keiner gesagt. Ja. Ich wollte einfach nur wissen, wie es dir geht, weißt du? Und dann werde ich direkt wieder mit in den Sumpf rein, weißt du? Das ist ja schön. Weißt du? Mach mir Sorgen um dich. Und sowas. Das halte ich für eine absolute Lüge. Ich muss auf jeden Fall den Boden des Flusses noch abbauen und da Sand reinmachen, damit das besser aussieht. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Chat, die Frage ist nicht, wie viel Bier ich hatte, sondern wie wenig Schlaf ich hatte. Das ist die Frage. Ich tippe auf wenig. Heute Nacht war geil. War das geil? Ja, heute Nacht war geil. Achso, ich hab Döner ist geil verstanden. Döner ist geil. Vielleicht wollte ich da doch einfach nur hören. Ja, Döner ist aber auch geil. Also. Wait, jetzt habe ich hier keine Abgrenzung mehr. Döner ist geil. Was? Vielleicht sollte ich nicht auf Höhe 7 suchen, da ist schon so viel abgebaut. Jetzt ein Döner wäre schon awesome, da bestellt wieder einen. Ja, Döner ja wenn du in Weze wohnst, wird das jetzt schwierig. Ja, und bestellen Döner, also ist der da nicht total matschig? Ich habe noch nie einen Döner bestellt. In Berlin kannst du gut Döner bestellen. Echt? Selbstverständlich. Also Peter, hast du auch schon mal einen Döner in einem Lokal gegessen? Also, kennst du den in Vergleich? In einem Lokal gegessen, ja, in Döner. Einer, in einem war schon mal Doi oder so. Ja, ich habe auch schon. Also, war doch in Köln, gegessen. Waren wir doch beim Döner schon. Ja, als ob Peter sich daran erinnert. Also Alter, an Essen erinnere ich mich. Achso, okay. Peter, wie war das Essen in Norwegen da, in diesem einen Restaurant? Alter, in dem einen Restaurant war das richtig geil und in dem anderen Restaurant war das ein bisschen ungeil, weil wir alle abgefuckt waren. Was? In welchem? Bei einem Restaurant, was wir uns rausgesucht hatten und dann waren wir aber in einem ganz anderen Restaurant, wo es mega teuer war. Aber das war voll okay, da gab es richtig geiles Wild. Ja, aber ich glaube, da hatten sich manche von uns trotzdem was anderes drunter erhofft. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ich weiß überhaupt waren wir in dem gegenüber meinst. Bei dieser Brauerei, wo es so übelst krass gepisst hat, wir eine Viertelstunde gesucht haben, wo denn dieses blöde Lokal ist und dann sind wir irgendwo reingegangen
Und dann war das falsche Lokal. Ja, und das hieß irgendwie genauso, weil Brauerei irgendwie auf Norwegisch das Wort ist dafür oder so. Und dann, war ich dabei? Ja, du warst dabei. Da haben wir, Scheiße, da haben wir Reh und Hirsch bestellt. Das war ein, das war ganz geil, aber nicht das, was wir wollten eigentlich. Das stimmt schon. Ja, das mit den Tapas, das war mega awesome. Ja, das war fucking awesome. Wo die irgendwann meinte, so, hey, bestellt, also, ne? Das war, das schon alles, was ihr bestellt habt? Und wir so, ne, das war erst die erste Runde. Das war eine Person. Ja, ja. Tapas are sharing? Nee, nee, nix nee, sharing. Gucken Sie uns doch mal an. Ja, das war nice. Jeder bestellt für sich die Tapas. Alter, ich war noch nie so voll und so glücklich in meinem Leben. Das war so lecker da. Also ohne Scheiß, also heutzutage, mir wird alle paar Monate immer wieder angezeigt, so, hey, die Leute finden deine Google-Bewertung total nice von diesem Restaurant. Weil ich hatte da noch Fotos hochgeladen und so von dem Abend und das ist mal einfach so awesome. Also werden so viele Leute glücklich gemacht. Weißt du, wie das hieß? Ja, also kann ich eben nachgucken, ja. Warte. Ich habe da ja die Bewertung für geschrieben, das sollte ich rausfinden. So viele Bewertungen hast du bei Google wahrscheinlich noch nicht geschrieben. Naja, 44, glaube ich. Ich bin abgegradet worden. Holy shit, Alter. Ich bin abgegradet worden. Ich habe jetzt ein krasseres Konto, warte. Ja, kannst jetzt richtig viel Cash machen. Jetzt ich glaube, ich bin bei TikTok mittlerweile knapp vor den 10 Euro. Richtig sick, Junge. Rechnet das eigentlich immer hoch? Alter, ich kann Follower bei Google Maps jetzt haben. LOL. Möchte ich das? Kann man das nicht von Anfang an? Nee. Sagen. Du kannst jetzt Follower, also als Beitragsschreiber könnt ihr Leute folgen. Also als Google-Konto wieder. Okay. Frittenwerke in Münster, Takumi in Düsseldorf, warte mal. Ah, mein Finanzierer habe ich gestern bewertet, jo. Der ist nämlich auf die Idee gekommen, Mensch, wäre mega smart, bei Google eine Bewertung mal zu machen. Der ist auf die Idee gekommen? Ja, hat er mich also ich hatte mit ihm nochmal über die Finanzierung gesprochen, weil jetzt bald die Tilgung halt anläuft, weil der Kredit bald ein Jahr alt ist und wir dann auch ein bisschen hickhacken müssen, dass das so spät wie möglich passiert. Wait, du konntest das, die Tilgung ist erst so spät? Du hast ein Jahr, hast du tilgungsfrei. Bei ich manchen hatte ein paar Anbietern. Monate. Ja, 12 Monate habe ich. Und, ja, ich hatte ein paar weniger. Und du hast 12 Monate, wo du nur einen Bereitstellungspreis bezahlst für das, was bisher ausgezahlt ist. Was halt nett ist. So, weil es wird ja erst gebaut. Und danach musst du sowas wie einen Strafzins zahlen, aber auch noch keine Tilgung. Wenn es länger als 12 Monate dauert, was es jetzt bei uns ja ist. Weil wir haben ja gekauft, als noch nicht mal gebaut wurde. Als noch der Bauantrag da war. Und das wird ja länger als 12 Monate dauern. Jetzt musst du aber gucken, wenn du, da wir KfW und Bankkredit haben in einem, also in einem Paket, musst du halt gucken, dass du nicht einen von den beiden komplett aufbrauchst für die Auszahlung. Weil dann wird der zuteilungsreif und dann musst du den schon tilgen. Das heißt, ich habe jetzt von der Bank den größeren, schon fast aufgebraucht, werde jetzt aber als nächstes von der KfW den anpacken, damit der nicht aufgebraucht wird, weil sonst müsste ich ab nächsten Monat 1200 Euro Tilgungsrate ballern und habe dann eine Doppelbelastung quasi. Das wäre dumm. Das ist mega smart. Jetzt kann ich von der KfW dann noch ein bisschen abstottern, sodass ich am Ende beide gleichzeitig zuteilungsreif machen kann. I see. Ja. Also, ja. Und der meinte dann so, ach ja, übrigens, ja, also ich habe jetzt schon eine Google-Bewertung und wäre ganz nice, wenn du mir auch noch eine schreiben könntest, wenn du zufrieden bist. Und er natürlich direkt gemacht, weil es übelst nice. Die wichtige Frage ist aber, wie heißt das Restaurant? Ja, ich bin gerade am gucken. Da. Nee, war das das? In Drammen? Ja. 10 von 10, the best tapas restaurant, best restaurant we had in Norway. Oh ja, Drammen. Das war Anchas Bodega aus Drammen. Okay.
Stimmt, da waren wir auch in diesem Hotel, wo es so mega geiles Internet gab, was so mega modern war. Die, Alter, wenn ich die Tapas. Oh mein Gott, was war denn das mit einem. War das Tomate-Mozzarella mit Büffel-Mozzarella so fett obendrauf? Oh mein Gott. Ich sabber hier schon mein Handy voll. Alter, wieso habe ich nur dieses eine Bild hochgeladen? Tapas mit Steak und Sour Cream Soße. Alter. Mega gut. 710 Aufrufe. Und in Amerika habe ich auch voll viele Restaurants bewertet. So, ich glaube, ich baue hier nichts mehr rein. Haus ist, Inneneinrichtung ist durch. Ja. Ja, ich mache gleich mal einen Rundgang. Ich fange gleich mit dem Rundgang an, Chat. Ich werde jetzt hier kurz noch diese Erdfläche fertig machen und den Rest machen wir dann das nächste Mal. Ja, ich bin mega fame auf Google. Ich habe schon 2 Follower. Hoffen geht okay, man. Ja, okay, nicht, verbrannt habe ich die nicht, aber ich war bei so einer Stabkirche. Was für eine Stabkirche? Ach ja, in Norwegen? Ja, stimmt, da bist du extra noch hingefahren, ne? Ja. War kurz gedacht, wir haben dich verloren. Ich glaube, Jay war dabei. Ja, dann auch. Gut, ja, okay. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal den Rundgang und dann kommen wir auch mal zum Ende hier, Chat. Ich bin gerade so am konzentriert am Arbeiten gewesen. Dann gehst du Christian. Schon wieder 11:15. Ja, ich gehe erst zu Christian. Xillion Raider hatte noch vor ein paar Sekunden einen neuen Sub dagelassen. Vielen lieben Dank. War heute wieder sehr schön, Chat, kann ich jetzt schon mal sagen. Vor allen Dingen, als ich noch nicht so ganz so konzentriert gearbeitet habe. Schön mit euch zu quatschen. Am Donnerstag machen wir potenziell mit Minecraft weiter, vielleicht aber auch nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie das NDA für Resident Evil 8 aussieht. Ob wir quasi vorm Release, der am Freitag ist, das Spiel schon streamen dürfen oder nicht, das ist noch nicht ganz bekannt. Wenn wir das streamen dürfen, dann wird Donnerstag Jonathan streamen, ansonsten nochmal Minecraft vorm 24-Stunden-Stream, beziehungsweise 25-Stunden-Stream. Der dann am Freitag ansteht. So, jetzt sind wir hier bei Christian, hier der jetzt. Ein paar Blümchen fehlen mir ja doch irgendwie noch. Okay, Christian. Was denn? Ja, geh mal zum Aquarium. Läuft das nicht mehr aus? Oh nein, du miese Stück! Du hast es mir ja sogar gesagt. Alter, dass der einen da durch einen geben kann. Ist ja, guck, guck mal, wie klein der ist da. Und dann gehst du, warte mal, 3, 2, 1, Gefahr! Das ist ja echt gefährlich hier. Lebensgefährlich. Okay, also hier haben wir eine Lichtinstallation, nenne ich es jetzt mal. Deko-Scheiß dahin gemacht, weißt du? Ein Kamin hier. Schön, wo man sich hinsetzen kann mit Kissen. Sofa, das kennen wir ja. Level besorgen, sehr beschäftigt, muss ich sagen. Hier eine schöne Raumtrennung mit Pflanzen. Jetzt gehe ich immer ganz vorsichtig an die. Nee, das ist okay. Solange der nicht flipp macht, ist alles gut. Hier die fantastische Küche. Ah, hast du noch ein paar Schränke jetzt hier daneben gebaut? Ein bisschen Abstellfläche ist immer gut in der Küchennähe. Ja, die kennen wir ja auch schon vom letzten Stream, die Küche. Auch sehr nice. Ja, das Aquarium ist ziemlich cool geworden, muss ich sagen. Ja, das ist schon richtig geil. So, hier, ich glaube, hier hat sich, guck mal, hier ist die ganze Stachelhaus-Familie untergebracht. Alter. Ja, ich schlafe ja gerade alle. Ja, das sieht schon ein bisschen witzig aus. 4 Typen hier. Ja, ich hab keinen Kleiderschrank, Bock. Die machen immer den Kleiderschrank auf die Schweine. Die machen die Türen auf. Ja, und machen die vor allen Dingen da nicht zu, das ist immer so ein bisschen das Problem. Oh, jetzt vorsichtig wieder hier am Aquarium. Ey, hier geht's schon. Hier, eine kleine Leseecke für den gebildeten Minecraft-Spieler. Finde ich sehr schön. Ja, und Klo. Und das Klo, was wir ja auch schon kennen, was ziemlich fucking awesome ist. Hier mit dem Peter-Fuck-Handtuchhalter. Peter-Fuck-Handtuchhalter. Ja, ja, theoretisch, wie gesagt, kann man halt auf so, auf dieses Scaffolding kannst du halt 2 Schildkröten-Eier packen. Dann sieht es ein bisschen aus wie Toilettenpapier, was da so draufsteht. Aber vielleicht ein bisschen zu krass dafür auch. Ja. Ja, das ist Christians
Ja, Hobbit-Höhle, sage ich jetzt mal. Ist ja hier unterirdisch. Sehr gemütlich, muss ich sagen. Sehr gemütlich geworden, sehr schön. So, dann Sebastian, wir kommen jetzt zu dir. Ja, warte noch. Machen wir nochmal eben die Augen zu. Ja, warte, ich werde gerade angegriffen. Wieso sind hier immer Gegner? Muss mal eben Laternen platzieren. Ist ja Nacht mal wieder. Muss ich für morgen irgendwas runterladen? Fällt mir gerade ein. So, gute Frage, Christian. Besticken. Mit einer von euch Mass Effect Remastered spielen. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, aber intern haben wir das noch nicht offiziell aufgeteilt, falls das jemand anders noch machen will. Ich kann mir gut vorstellen, dass das aber jemand von uns im Stream machen wird. Ja, denke ich auch. Ja, bei Resident Evil, wie gesagt, da fragte Jay so, hey, willst du das machen? Weil du hast ja auch Dings gemacht. Ich habe gesagt, nee, weißt du, das ist ja Quatsch, da jetzt irgendwie zu sagen, da habe ich jetzt Dips drauf oder so ein Scheiß. Also habe ich gesagt, komm, wir würfeln, und Jay hat halt einfach fair gewonnen. Alter, hat er den weggesäbelt. 6 Laternen. Paris ist ein bisschen frustriert. Peter! Sebastian. So, ich würde sagen... Das ist ein sehr großer Brunnen geworden. Der ist fast so hoch wie dein Tor. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Brunnen bauen. Habe ich die Base gebaut, dann ist die Base doch größer geworden. Da dachte ich mir so, ja, okay. Also, ich hatte so ein Bild im Internet rausgesucht und dann so gebaut, und dann wurde das alles viel größer, als ich dachte. Ich wollte ja eigentlich noch rechts und links Bäume hinmachen, aber... Also wo? So. Ja, genau. Also, jetzt muss ich ja dieses Podest noch ein bisschen breiter... Also, so ein bisschen nachbearbeiten, aber so viel größer wollte ich jetzt nicht. Also, vielleicht mache ich hier links dann... Verlängere ich das so ein Stück, dass ich hier noch so eine Kirschblüte draufsetze, aber... Ja, ich gucke mir das mal von oben an. Aber, also der Brunnen ist größer geworden. Ich habe mir das anders vorgestellt ein bisschen. Sieht aber cool aus. Ich muss sagen, sieht cool aus, ja. Sehr begeistert. Wo ist die Karte hin, die Chris mal gemacht hat? Gute Frage, Christian. Gibt's die Karte nicht mehr? Doch, die war doch, die war im Esszimmer. Danke, Chat. Ach, scheiße, die habe ich komplett übersehen dann. Da hat sich aber nichts geändert. Ich habe die nicht neu generiert. Ja, okay. Ja, finde ich auch super schön. Auch viel gelernt hier über Wasser, wie man das verzieren kann. Also ganz nice. Ja, da muss er auf jeden Fall noch ein bisschen an dem Podest verbreitern, damit er natürlicher aussieht. Ja. Ne, sehr schön. Also, Chat, ich muss mal sagen, ne, wir drei sind schon ganz schön geile Baumeister. Bauer. Ja, also stimmt, Baumeister klingt besser als Bauer. Also ja. Aber bin ich okay mit. Ist schon nice. Ist schon wirklich cool. An deinem Haus hat sich, glaube ich, vom letzten Mal nichts getan, Sebastian. Ne? Nee, sondern ich habe innen ein bisschen was gemacht, aber es ist, also... Ja, das gucken wir uns dann beim nächsten Stream an, der ja potenziell jetzt schon am Donnerstag ist. Lieber Chat, es war mir wie immer eine absolute Ehre. Vielen lieben Dank auch für die ganzen Subs, die dann noch reingekommen sind, für die ganzen... für alles einfach. Für alles, lieber Chat, vielen lieben Dank. Und natürlich ganz herzlichen Dank an die Mods, die... Wie immer einfach nur fucking awesome sind. Wir raiden wieder. Wir raiden wieder jemand mit nicht vielen Zuschauern. So wie ich das immer gerne mache. Ich muss jetzt aber erstmal gucken. Zuschauer wenig zu viel. Wir hoffen auf eine positive und schöne Reaktion von der Person, die wir sofort raiden werden. Diese Person ist es heute. Haben wir, glaube ich, noch nicht geraidet. Ein Zuschauer gerade. Ui. Und gleich vielleicht über 1000. Wenn ihr mitgeht. Tschüss, liebe Zuschauer. Ich gehe mit. Und Mods und alle. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Tschö. Haut rein. Ciao. Ciao.
Was ist hier mit diesem Raid los? Ich glaube, der ist ein bisschen Stress gerade, oder? Der hat irgendeine Zeit, die da abläuft.